Hallo Basti. Es wird nicht alt, oder? Nee. Denke auch nicht. Ich habe nur die Angst, dass es irgendwann anfängt reinzuschneiden. Meinst du? Ich würde dass wir uns da einfach hops nehmen? Ja, ich glaube schon. Ich würde es mir zutrauen. Shit. Vielleicht, also läuft die Folge jetzt schon? Ja, oder? Wenn der Basti so das reinschneidet, dann sind wir jetzt schon drinne. Ja. Das ist jetzt einfach die neue Shisha-Cast-Begrüßung. Ach so, wir begrüßen jetzt wir begrüßen jetzt einfach immer erst den Basti. Ja, dann ein wunderschönes Hallo und willkommen zur nächsten Episode Shisha-Cast. Einen wunderschönen guten Tag. Bei welcher Episode sind wir denn eigentlich? 37, 38. Ja. 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 Ich kann mal kurz nach. Ja, guck mal kurz nach. Aber auf jeden Fall, Grüße. Wir haben heute wieder eine reguläre Folge für euch. Die letzten zwei Mal hatten wir eine Special-Folge. Das hatte mehrere Gründe. Erstens wollten wir anfangen mit diesen Special-Folgen und außerdem hatten wir auch nicht wirklich was anderes. An Themen. Weil, übrigens Folge 38. 38, habe ich doch gesagt, ja. Alex. Ja. Aber du hast ja gemeint, nein. 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 Ist das jetzt eigentlich unser Standard-Setup für den Cast? Wie, weil, unser Standard-Setup ja, für den Cast? Wir haben ja kurz überlegt, also ich meine so mit den neuen Mics und hier mit der Couch und so weiter, weil wir haben ja eigentlich überlegt, dass wir das so als Special-Folgenplatz machen, jetzt sind wir trotzdem hier bei einer normalen Folge. Ich dachte, das ist jetzt einfach so ein Ding. Ja, ich finde das auch cool. Ja, ich finde, ich meine, ich hab's gemütlich. Ja, ich auch. Wunderbar. Ja. Pfeifen. So. Also ich finde das eigentlich auch gut für einen Cast. Ja, ich finde es auch cool. So gemütlich auf der Couch sitzen, ein bisschen über Shisha reden, ein bisschen übers Leben reden. Warum so lachst du da so jetzt? Wie so eine Selbsthilfegruppe sitzen wir hier. Hallo, ich bin der Marvin und ich habe ein Problem. Ich rauche nämlich gerne Shisha. Ja. Jetzt musst eigentlich du anfangen. Nee, dann musst du eigentlich erst mal sagen, hallo Marvin. Und dann musst du sagen, hallo. Ich bin der Alex und ich rauche gerne Shisha. Ich habe ein Problem. Du musst nein, der das erste ist kein, Schritt das ist zur kein, Besserung, das Alex, ist kein Problem. Ist immer Einsicht. Verstehst du? Ich sehe ein, dass ich gerne Shisha rauche, aber ich sehe es nicht als Problem an. Oh, können wir kurz Gossip-Runde machen? Gossip-Runde? Ja, Gossip-Runde. Oh Gott. Nee, ist nicht schlimm. Ist eher gut. Hast du mitgekriegt, dass David, also Dölit, aufgehört hat zu vapen? Oh ja, das habe ich gesehen. Ja. Ja. Guck mal, da ist er am Start. Oh nein, Gossip. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich auch mitgekriegt. Respekt an David. Ja. Holy shit. Wie viel Tage? Ich glaube, knapp eine Woche schon jetzt, oder? Ich glaube, ich habe die Story vor 2-3 Tagen gesehen. Und da waren es 5 Tage. 3 Tage. 3 Tage? Ja, ja. Okay. Ja. Also müsste ja roundabout eine Woche jetzt sein. Voll krass. Echt krass. Vor allem, weil David ist ja der Sack, der mich angesteckt hat mit Vapen. Ach, so richtig. Er hat dich weil er dieses kleine Pot-System hatte. Ah. Und dann war ich so, ach krass, Vapes müssen nicht so groß und clunky und scheiße sein. Ich dachte, du bist Fan von diesen Einweg-Vapes. Ja, ich liebe die Dinger. Ah, yeah, ich rauche mindestens 10 am Tag. Yeah. Jeden Tag. Jeden Alle Tag. 8 Tage die Woche. Alle 95 Tage im Monat. Ja, ich finde die auch richtig cool. Ja. Ja. Also du tust halt einfach aktiv was für die Umwelt. Genau. Das ist super. Ja, das ist richtig cool. Nee, aber wirklich, also David, ich weiß nicht, ob David Shisha-Cast hört. Das weiß ich auch nicht. Weil David, der auch viel am Content machen für Shisha, weiß ich nicht, ob der dann danach sich denkt, so, gerade 10 Stunden am Tag mit Shisha beschäftigt. Erstmal noch 2 Stunden Shisha-Cast. Ich wäre schon ein bisschen sauer, wenn er das nicht hört. Mysteriöse Erwähnung? David? So seit Folge 15 nicht mehr die mysteriöse Erwähnung gehabt. Umso mysteriöser ist sie aber jetzt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Mysteriöse Erwähnung David. David. Schreib uns das Stichwort Vape. Das ist wie bei so einem schlechten Pro-7-Gewinnspiel. Ja. Tippe jetzt deine Antwort an die 3x6 mit dem Stichwort Vape, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Genau. Oder so. Gut, nee, aber wirklich, habe ich gesehen bei David in der Story, fand ich krass, dass David aufgehört hat zu vapen und Respekt. Das stimmt. Ich hoffe, er zieht's durch. Ich muss sagen, ich würde es auch gerne durchziehen. Weil es mir auch ein bisschen auf den Sack geht, so Pfeife aus und manchmal direkt die Vape in der Hand. Mhm. Das hat wirklich Überhand genommen. Ich würde mittlerweile sagen, ich bin mehr abhängig von der Vape als von Shisha. Ach krass. Und eigentlich sollte Vape nur so ein, naja, da nuckel ich mal dran, wenn ich gerade keine Pfeife rauchen kann, weil ich irgendwie eine lange Autofahrt habe oder viele Termine morgens habe oder irgendwie sowas. Ja, das ist das Ding bei mir. Also ich habe ja auch so ein Pod-System. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, das immer im Auto zu lassen. Das heißt so, wenn ich irgendwie länger unterwegs bin, dann habe ich die Vape da. Aber ansonsten, wenn ich dann irgendwie rausgehe, die bleibt im Auto liegen. So. Ah, das wäre vielleicht auch eine
eine Sache, die ich machen könnte. Ja. Ich bin ja schon nikotinmäßig runtergegangen. Ich war ja eigentlich die ganze Zeit auf 10 und bin jetzt aber nur noch auf 5. Ach krass. Ja. Und wie, also so merkst du es aktiv? Also so. Ja, also ich habe viel mehr gewaped in der Übergangszeit. Okay. Und jetzt versuche ich wieder das runterzufahren. Und wenn ich dann wieder ein Level habe, gehe ich vielleicht nochmal runter im Nikotin. Aber ja, dann muss ich halt auch mich irgendwie einschränken. Da finde ich deine Taktik mit, ich lasse die im Auto und ich darf nur im Auto vapen, eigentlich ziemlich gut. Baby, mache ich das auch so. Weil dann hast du es nicht mehr griffbereit. Weil, weil ich bin dann auch. Das ist halt das Problem. Die Scheißdinger sind immer ready. Du kannst einfach das Geile an Pfeife ist halt so, ja, obviously auch so eine kleine Nikotinsucht, 100% mit drinne. Aber dieses Ding, wo sich die Leute beschweren, ja, Vape kannst du halt einfach so rauchen, Pfeife musst du jetzt anmachen. Ja, das ist ein Vorteil, Bro. Ja. Das ist kein Nachteil. Dann ist es halt nicht einfach so, ah ja, komm, für 20 Minuten nochmal, ne? Vor allem für mich ist das auch einfach so, Vape ist so, ich würde so Vape so ein bisschen als Fast Food betiteln, so diesen Vergleich ziehen, weil Pfeife ist für mich so, Pfeife ist nicht mal so dieses richtige Nikotin. Natürlich bin ich dann eher das so. Das ist nur Suchtbefriedigung, das ist Genuss. Genau. Ja. Das ist nicht so. Natürlich, ich würde dann gerne Darkpant rauchen, aber nicht nur wegen dem Nikotin, sondern auch, weil einfach die Aromvielfalt etc. pp. Das reden wir uns jetzt alle ein. Aber das ist wirklich so quasi schon fast ein Ritual. Ja. So, baue entspannt meinen Kopf, die Kohle geht an, warte die ersten 5 Minuten ganz entspannt, bis der Kopf ein bisschen warm ist. Als was anderes, als wenn ich die Vape nehme. Ja. So, ja, okay. Ich habe auch wirklich absolut keine Begeisterung für Vape. Das ist nur eine billige, kurze Nikotinsuchtbefriedigung. Und ja manchmal rauche ich meinen Coil auch, obwohl er schon wirklich eine Woche durch ist. Und das schmeckt eigentlich nur noch nach Arsch, aber ist egal. Es ist nur so, ja, gerade kein Bock auf Nikotin und okay. Wenn mein Kopf nach Arsch schmecken würde, hätte ich dann nach 3 Minuten keinen Bock mehr drauf und würde mir einen neuen bauen. Safe. Speaking of neuen Kopf bauen, Alex. Setups, ja. Was haben wir denn? Ich habe mir die neue CaseGrid Mini geschnappt. Die ist neu? Die ist neu. Könnten wir da eventuell noch in der News-Rubrik etwas drüber erfahren? Das könnte man erfahren, Dann bleibe ich auf jeden Fall dran. Würde ich auch an deiner Stelle machen. Dann habe ich mir den Bergbund Element Relic. War das Relic? Yes. Relic Türkisch Bowl. Da drin habe ich einen cremigen Mix. So, jetzt weiß ich selber nicht mehr wirklich, was ich gemixt habe. Einmal den. Du musst mir auch noch die Kopfbau-Story schicken. Stimmt, ja. Den Doja? Nee. Dosage. So. Dosage. Du musst ja einfach nur immer überlegen, du Arsch. Dosage. Das ist die Eselsbrücke. Genau, ja. Perfekt. Danke dir, Marv. Weißt du noch, wie die Sorte heißt? Lambada? War das der Lambada? Ja, du hast den Lambada. Lambada, das war die Karamellwaffel. Dann habe ich ein bisschen Hukain White and Brown drin. Etwas Place White Heaven und... Echt? Ich hab noch White Heaven da? Du hast noch White Heaven da, ja. Ah, wild. Ja. Good to know. Ein bisschen Black Honey von Burn, aber leider aus Russland, den gibt's nicht in Deutschland. Kuss geht raus an Genghis, der hat den bei mir vergessen und nie wieder abgeholt. Das ist jetzt einfach meiner. Ja, ich glaube auch. Ja. Danke, Genghis. Danke. Und sende uns den mysteriöse Erwähnung, Code Honey. So ein Ding. Genau, so ein Ding ist das. Und ein bisschen Squeezy White Kick, also Hukain Squeeze, Nakrani, 3 Kohlen, läuft gut. Nice. Ja, CaseGrid Mini, erzählen wir euch auf jeden Fall gleich noch was dazu. Ich habe mir gestern mal wieder die Mose Verity geschnappt, aber in der Vierschlauch-Variante, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur die Lounge-Variante geraucht habe, aber die Vierschlauch-Variante ja auch wunderbar alleine rauchbar ist. In schwarz mit dem Edelstahl-Sleeve, den pinken Connector-Sleeve auf einer Million Cut Small von Ocean. Obendrauf den Hukain Popo Green Water mit dem wunderschönen Drip. Darauf der Onmo HMD und drinnen habe ich einen Mix aus Ananas Shock von Burn, ja. Team Orange von Must Have, ja. Green Tea von Burn und Pineapple Squeeze. Ah, Pineapple Squeeze. Ja. Wild. Ist auf jeden Fall ein guter Mix. Das freut mich. Kann man rauchen. Ja. Genau, das sind unsere Setups, Freunde. Ja. Wir haben ja jetzt extra zweimal eine Special-Folge gedreht, in der Hoffnung, dass es bis dahin mehr News gibt. Ja. Und ein paar News haben wir auch auf jeden Fall gleich für euch in der News-Rubrik, aber man muss sagen, es ist doch relativ ruhig. Es ist ein klein wenig der verfrühte Winterschlaf eingetreten. Ja, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut so sagen. Aber, wie immer vorher, bevor wir zu der News-Rubrik kommen, einmal die Real-Life-Kategorie. Yes. Was war los, Alex? Oder soll ich erst mal ein paar Sachen erzählen, weil auf der Liste steht...
mehr Sachen von dir, ne? Weil irgendwie, also es ist, ihr müsst euch vorstellen, es ist jedes Mal eigentlich das Gleiche. Ich komme her, wir begrüßen uns, wir quatschen kurz. So, ja, was gibt's so bei dir? Gucken wir uns so an, so, ja, Arbeit, Training, Schlafen, Repeat. Essen. Ja. Und dann kommt die Gegenfrage und da kommt eigentlich genau die gleiche Antwort. Ja. Also, unsere Leben sind nicht so spannend, ich merke schon. Aber ja, ich kann ja einfach reinstarten. Ich hatte auch gestern wieder, ich war im Discord, hab noch kurz mit Lama Noob gezockt. Übrigens sehr geiler. Lama Noob? Ja, Lama Noob. Sehr geiler Username auf jeden Fall. Und dann haben wir eine Runde Discord gezockt und dann hat er auch gesagt, so, ja, mein Leben ist nicht so spannend wie deins. Und ich denke, eine Runde so, Discord gezockt? Eine Runde COD gezockt, während wir auf dem Discord waren und gesprochen haben. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema spannendes Leben gekommen. Und dann meinte er so, ja, dein Leben ist ja voll spannend. Und ich denke so, oh, ich glaube wirklich, die meisten Leute stellen sich das viel zu spannend vor. Mhm. Also obviously, der Kernarbeitspunkt, übel geil, würde ich niemals tauschen wollen. Aber dass du halt einfach 80% der Zeit, okay, 80% ist vielleicht übertrieben, wenn man, sagen wir mal, Videos drehen, Fotos machen, und streamen nimmt man nicht mit rein, dann sind halt immer noch 50% der Arbeit übrig. Ja. So mit Buchhaltung, alles, was dahinter steckt, Termine, Telefonkonferenzen, Mails, bla 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 bla. Und das halt nicht sonderlich spannend so. Nee. Das also halt das, wie jeder andere Job auch. Das Ding ist, so, zum Beispiel so Calls machen mir schon Spaß, aber es ist halt auch viel einfacher. Also du bist halt hier am Telefonieren, dann merkst du so, ah, ich müsste vielleicht noch Buchhaltung machen und dann hast du eigentlich gar keinen Bock auf Buchhaltung machen. Wir machen Calls Spaß? Ich finde, also ich unterhalte mich gern mit den Leuten eigentlich, sagen. Also so, ich mag es eigentlich echt gerne. Also ich bin auch so jemand, ich quatsche dann auch gern ein bisschen ausführlicher und so weiter, wenn ich die Zeit habe. Das hasse ich komplett. Ja? Ja. Nee, also Calls. Wenn ich dann zugetextet werde mit viel zu viel unnötigem Scheiß, denke ich mir die ganze Zeit, Jungs, seid mir nicht böse, aber in der Zeit könnte ich wirklich viel. Da habe ich so ein bisschen Elon Musk in meinem Hinterkopf. Mhm. So, wenn du in diesem Meeting nicht gebraucht wirst oder du nichts zu diesem Meeting beitragen kannst, dann geh einfach. Das würde ich manchmal gerne machen, aber das funktioniert dann leider auch nicht. Aber dieses Unnötige in die Länge ziehen und dann wird da noch stundenlang gelabert und ich denke mir so, ey, in der Zeit könnte ich auch wirklich 1000 andere Sachen machen. Mhm. Da habe ich manchmal echt keinen Bock drauf. Ja, mir macht es häufig Spaß, muss ich sagen. Ja, ich will da so rein, Task klären, fertig. Mhm. Ja, okay. Und so sind Meetings halt meistens nicht. So, dann schweift man irgendwie noch 5-mal ab und so. Oh. Ich muss sagen, es kommt drauf an, mit wem und über welches Thema, aber häufig ist dann schon so, du hast so ein Kernthema, das sprichst du kurz ab, dann wird nochmal kurz über das Thema gesprochen, hierüber gesprochen. Also zieht sich manchmal schon ein bisschen. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie ich chronologisch anfange. Ich glaube, ich muss anfangen mit dem Q&A-Stream. Ja, du hast Marvin. Eben eine schöne Story erzählt. Ja, und zwar vielleicht soll, also ich habe einen Stream geplant. Genau. Ein Q&A-Stream. Aber der Q&A-Stream war halt eher so Wahrheit- oder Pflichtmäßig aufgezogen. Sprich, man konnte mir irgendeine Frage stellen und wenn ich die nicht beantworten möchte, dann muss ich eine random ausgesuchte Bestrafung machen. Genau, und du hast es ja schon, wir haben ja nach dem letzten Cast hast du mir das schon erzählt gehabt. Ja. Und erstmal vorneweg, ich sag jetzt nicht, welche Frage, kam die Frage dran, die ich dich hier gefragt habe? Kam dran? Okay. Ja. Hast du gedreht? Ja. Wahrscheinlich, okay. Genau, auf jeden Fall, ich fand die Idee richtig cool und an dem Abend, wo du das gemacht hast, kam ich ein bisschen später nach Hause, hab dann so angefangen, Reels zu drehen und so weiter. Auf einmal kommt mein Bruder in mein Zimmer gestürmt und meint so, er muss sich eine Klatze schneiden. Ja, das ist übrigens auch die Geschichte, warum ich jetzt die Frisur habe, die ich habe. Und ich habe so auf die Uhr geguckt und denkst so, das kann doch gar nicht sein, der hat doch erst angefangen. Wie? Ja, also ich habe praktisch so ein Drehrad gemacht. Basically kein Glücksrad, sondern ein Pechrad. Und da standen so Sachen drauf wie scharfe Soße trinken, Haare abrasieren, also Glatze schneiden. Weiß ich nicht, Liegestütze und sowas war Nasenhaare drauf. Ziehen. Stubs für, oh, Nasenhaare ziehen, Fingernägel lackieren. Zwiebel essen. Spoiler, ich musste die Zwiebel essen und ich sag dir eins, Alex, das war das Schlimmste. Das habe ich mich nicht gefragt. Das fand ich nämlich krass, als du das gesagt hast. Ey, es war so ekelhaft und ich bin den Geschmack nicht losgeworden. Dann sitze ich hier 20 Minuten verzweifelt alle 3 Sekunden mit Eistee meinen Mund durchgespült und die Scheiße ist nicht weggegangen. Ich hatte nur Zwiebel in der Fresse. Ich konnte nicht rauchen, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht trinken, es ging nichts.
Das alles war Zwiebel. Mein Leben war Zwiebel. Dein Leben, mein Leben war Zwiebel. Ja, ich weiß, sehr tiefgründig poetische Aussage, aber so war das. Das wirklich, das ich sag dir, so hättest du dazu einfach den WTO Salami geraucht, ne? Dann hätte es gepasst. Also erstens ist der von Bonsche. Ah, stimmt. Das war nochmal WTO. WTO war Bacon. Nee. Die hatten Käse und so. Käse war. Ja, Käse, Oliven. Spectrum also Bacon? Also Spectrum Bacon gibt es auch. Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also der Q&A-Stream war sehr, sehr funny, aber ich hatte am Ende wirklich schwarz lackierte Fingernägel, ich hatte keine Haare mehr auf dem Kopf, musste Zwiebeln essen. Ja, es war funny. Funny? Funny. Aber du musstest sogar bei mir noch kommentieren. Da war ich übrigens im Stream dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass es voll dumm ist, dich zu nehmen, aber naja, egal. Die Leute konnten aussuchen, was soll ich sagen. Ja. Kommt übrigens auch nochmal ein Video-Zusammenschnitt von. Ah, sehr cool. Wann auch immer der Basti damit fertig ist. Maybe ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja wieder ein Video von Basti online. Ja. Schauen wir mal. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Ich würde mir auf jeden Fall den Video-Zusammenschnitt an Aura schnell angucken. Wenn ihr nicht dabei gewesen wart oder ihr es trotzdem nochmal sehen wollt als Recap. Ich glaube, ich würde mir das nochmal angucken. Ich wollte ja tatsächlich auch eigentlich jetzt gerade in einem 100-Stunden-Stream sein. Im nächsten Sabaton. Erzählt, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Genau, und das war nämlich auch das Problem. Ich habe es viel zu wenig angekündigt. Ich hatte keine Gäste eingeladen. Ich hatte keine Specials vorbereitet. Und ich hätte natürlich sagen können, ich ziehe das durch und zocke einfach während dem viel Stream oder so. Noch? Ja, pass auf. Da hatte ich noch nicht dran gedacht. Ich habe dann aber gesagt, wenn ich 100 Stunden streame, dann will ich auch die 100 Stunden mit irgendwas füllen können und dann sollen nicht von 100 Stunden, sagen wir mal, 20 sind Schlaf, dann habe ich noch 80 Stunden übrig, dann will ich nicht von 80 Stunden irgendwie 70 Stunden zocken. Ja. Habe ich persönlich jetzt kein großes Problem mit, aber ich glaube, für die Zuschauer wäre das sehr, sehr langweilig gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich verschiebe das lieber auf den Januar, dann kann ich das jetzt in Ruhe planen. Ich gucke, dass ich genug Gewinnspiele habe, ich gucke, dass ich genug Gäste habe, ich gucke, dass ich genug Specials habe. Und dann kann man die 100 Stunden auch viel besser mit Content füllen. Mein Traum-Szenario wäre 100 Stunden Stream, 100 Gewinne. Das wäre krass. Da wären wahrscheinlich viele Köpfe und so Kleinigkeiten dabei. Aber trotzdem. Also 100 Gewinne ist auch für die Leute einfach mega cool. Ja. Stell dir mal vor, du kannst literally jede Stunde gibt es einen Gewinn. Beziehungsweise sogar mehr, weil sagen wir mal, ich schlafe dann nachts 6 Stunden, dann müssen wir die ja wieder aufholen. Kann ich praktisch aufstehen und 7 Sachen verlosen. Eine Frage zum Ablauf. Hast du schon überlegt, wie du es zum Schlafen machen willst? Ja, ich muss auf jeden Fall eine Matratze holen. Also ich werde nicht mehr du bleibst hier. Im letzten Stream. Ich bin 100 Stunden am Stück hier und 100 Stunden am Stück bin ich live. Nee, weil es gibt ja auch diese Sabatons, wo die Leute dann irgendwie so Schlafpause machen, dann irgendwie noch nach Hause fahren. Dann ja, das wäre wahrscheinlich schlauer und sollte ich irgendwann das noch länger machen, muss ich das auch machen. Ja. Weil ich habe ja keine Dusche hier im Büro. Also für den 50-Stunden-Stream, da habe ich ja 2 Nächte hier verbracht. War das okay, dann kannst du halt morgens ins Bad gehen, machst so ein bisschen Katzenwäsche am Waschbecken. Aber wenn das mal noch länger werden sollte als 100 Stunden, dann wird es halt irgendwann ekelhaft ohne Dusche. Also dann werde ich auf jeden Fall Schlafpause daheim machen. Dann gibt es einen 8-Stunden-Cut, dann sind wir 16 Stunden live, 8-Cut. Ich fahre heim, dusche, schlafe, stehe auf, gehe ins Büro oder andersrum schlafen, duschen und ins Büro. Dann muss ich mir was überlegen. Aber im Moment geht es auf jeden Fall noch. Ja. Ich bin gespannt. Aber da bin ich, denke ich auch. Sollte ganz spannend werden. Weißt du, was du noch kurz erzählen könntest? Was wir am Sonntag vorhaben? Ah, stimmt, wir fahren am Sonntag ist der Hukain Weihnachtsmarkt. Den gab es, glaube ich, das letzte Mal 2019. Da war ich nicht dabei, da warst du da gewesen. Ja. Und diesmal fahren wir zusammen hin. Habe ich Bock drauf. Einfach erstmal, also wir fahren mit Tastix noch. Tastix fährt noch. Tastix. 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 Also ohne E. Kein Taste, sondern Test. Ah. Okay. Aber mit A. Ja. Ein Fellow YouTuber. Genau. Und dann natürlich, wenn wir beide unterwegs sind, ist die erste Amtshandlung erstmal irgendwo gut essen geht. Die kulinarischen Genießer-Boys wieder auf genau, Tour. Genau, so sieht's aus. Das letzte Mal, als wir in Köln die kulinarische Boys-Trips gemacht haben, waren wir beim Adalia Black Tasting in Köln. Genau. Übrigens waren Adalia Black für Warten. Ja, soll anscheinend irgendwann. Soll. Ja. da waren wir Anfang 2023 heißt es mittlerweile. Genau. Ne? Da waren wir in der Ehrenlounge in Ehrenfeld. Ja. Immer noch wildeste Namensgebung, EU West. Auf jeden Fall, da waren wir beim Hänsle essen. Ja. Das war, wie hieß es? Ahoi.
Stimmt, Ahoi. Das war sehr, sehr gut. Das war echt gut. Und dann dieses Mal, ich habe den Restaurantnamen schon wieder vergessen, aber ich wusste, dass ich ihn vergesse und deswegen habe ich ihn dir schon geschrieben. Das heißt, wir haben ihn dokumentiert in unserem Chat. Okay, gut. Ja. Weiß trotzdem nicht. Ich auch nicht. Ist auf jeden Fall ein japanisches Restaurant, ja, was mir von der Community empfohlen wurde. Und da ich japanisches Essen sehr, sehr geil finde, auch über Sushi hinaus. Ja, allgemein, also ich finde auch allgemein, die asiatische Küche hat einfach so viel zu bieten. Safe. Oh, ich war, warte, da muss ich eigentlich jetzt mit einem anderen Real-Life-Thema starten. Ja. Aber auf jeden Fall gehen wir Sonntag zum Hukain Advents-Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt einfach. Advents-Weihnachtsmarkt, genau. Genau. Spannend, eine Pfeife rauchen, vielleicht auch zwei, vielleicht drei. Ja. Also, kannst vier? Du mir, ich habe das so ein bisschen so halbwegs wahrgenommen, aber auch nicht so richtig. Was hat das mit Tangiers auf sich? Hukain wird Distributor für Tangiers in Deutschland. Ernsthaft? Ja. Tangiers goes to Germany, bitch. Das ist krass. Finally, ja. Leider dann halt nur in 25 Gramm und ein 25 Gramm Päckchen wird wahrscheinlich 5, 6 Euro kosten. Aber, also nicht wir, aber Freunde von uns haben ja schon häufiger auch mal auf dem Schwarzmarkt in Deutschland Tangiers gekauft. Also definitiv nicht wir. Nein, auf keinen Fall. Wir würden das nicht machen. Das darf man ja nicht. Nee. Und da kann schon passieren, dass du für eine Packung Tangiers mit 250 Gramm dann 50 Euro auf den Tisch legst. Genau. Und wenn du das runterrechnest, wäre der offizielle deutsche Preis, wo sie dann auch endlich mal Steuern dran verdienen, tatsächlich nicht unterschiedlich zu dem Schwarzmarktpreis. Ja. Zugegeben, es gibt auch Leute, die kommen mal günstiger dran. Habe auch schon gehört, dass Leute für 30, 35, 40 Euro dran Hast gekommen sind. Hab ich gehört. Hast du von gehört? Freunden. Freunden, die ja. mir das dann erzählt haben. Ja. Weil wir das ja nicht machen. Nee. Nee. Aber also es ist natürlich teuer, aber ja, wenn jetzt jemand all day, everyday Tangiers rauchen will, dann rip Portemonnaie. Ja. Aber wenn man halt ab und zu mal einen Tangiers rauchen will oder mal Tangiers womit reinmischen will, immerhin gibt's ihn dann endlich. Ja, das finde ich. Ja. Weißt du, wie viele Sorten kommen werden? Nee. Okay, bin ich dann mal gespannt. Dann können wir die Jungs vielleicht am Sonntag mal ein bisschen ausquetschen, wobei ich schon gehört habe, dass Johannes leider nicht kommt. Der ist Ernsthaft? Krank, ja. Der ist leider erkältet. Hat er mir geschrieben. Vielleicht kommt er auch noch, wenn es eine Wunderheilung gibt, aber aktuell sieht es leider eher so aus, als ob er nicht kommt. Dann müssen wir wohl Namek ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, wir quetschen die schon aus, ist kein Problem. Kriegen wir hin. Ja. Wir nehmen die mal kurz in die Mangel, zwischen uns zwei, klappen die schon ein. Dann reden die schon. Ja, die reden. Den Emre kriegen wir doch zum Reden. Ja, den kriegen wir zum Reden. Den kriegen wir zum Reden. Ja, da wird es auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, denke ich, mehr News geben, falls wir da Infos aus den Jungs rausquetschen können. Genau, Weihnachtsmarkt kommt auf jeden Fall diesen Sonntag. Freue ich mich drauf. Kleiner Boys-Trip. Wir packen den Tastings noch mit ein. Wir gehen schön essen. Wir gehen schön Pfeife rauchen, quatschen. Dies, das. Hab ich Bock drauf. Wird nice. Yes. Ja. Ich kann dann leider kein Glühwein saufen. Oh, stimmt, das ist ja Hukain. Ja, du musst dann trinken. Du hast gar keine Wahl. Ich kann sagen, ich muss fahren. Mir könnt ihr nicht auf den Sack gehen, aber du wirst sowas von genötigt zum Trinken. Ey, Marv, ich fahr. Plot-Twist, wir sagen einfach beide, wir sind gefahren. Du musst ja wirklich noch von mir nach Hause fahren. Stimmt, du kannst gar nicht wirklich noch fahren. Ja, du hast auch eine Ausrede. Ja. Dann wird Testix so gottlos abgefüllt. Testix muss für uns drei trinken. Wir beide so, nee, ey, ich hätte übel Bock, really. Aber leider bin Geht ich gefahren. Nicht. Leider, diesmal nicht. Ja. Ärgerlich. Das ist immer, das ist schon so ein Minigame bei uns, ne? Wie kommen wir bei Hukain raus, ohne zu saufen? Ja. Aber ich bin sehr gut in dem Minigame. Das stimmt dann. Du bist wirklich. Ich bin da saugut drin. Ne? Ja. Ja. Weißt du, wo ich mal wieder getrunken habe? Hm? Auf dem Konzert. Stimmt, das habe ich gesehen. Habt ihr auf der Fahrt noch ein, zwei Bier habt ihr getrunken? Also ich. Ja, weil Phil ist ja gefahren. Ja. Da hat er das Minigame gewonnen. Aber ich wollte das Minigame auch verlieren an der Stelle. Das ist cool. Ja. Also, weiß nicht, wenn ich auf ein Punkrock-Konzert gehe, dann ist da gehört das für gehört mich dazu. Gehört das irgendwie dazu. Ja, dann muss ich Papier trinken. Also, mein Ziel ist dann eigentlich immer so leicht einen Sitzen zu haben. Mhm. Und das habe ich nicht geschafft. Okay. Das habe ich nicht geschafft. Weißt du, warum? Warum? Du stehst dann da in der Menge und dann sind da noch zwei Vorbands und du hast so die Wahl. Okay, entweder ich kämpfe mich jetzt eine halbe Stunde raus, stelle mich eine halbe Stunde an, um mich wieder eine halbe Stunde reinzukämpfen für ein Bier, oder ich akzeptiere einfach, dass ich hier fast verdurste. Es ist das Verdursten geworden. Also, fast Verdursten geworden. Ja, bin ich auch voll bei dir, also auch bei super vielen Konzerten, aber wenn ich auf Konzerten bin, lieber stehe ich dann da an meinem Platz, der dann in den meisten Fällen nicht so schlecht ist. Hart erkämpft. Genau, und akzeptiere einfach so, okay, ich werde einfach die nächsten zwei Stunden nichts zu trinken kriegen. Ja, genau so ging es mir. Anstatt mich dann da rauszukämpfen, dann wahrscheinlich einen schlechteren Platz zu haben, nur um ein Bier zu haben. Ja, genau so war es bei mir auch. Ich gehe eigentlich gar nicht auf so viele Konzerte.
Also ich bin nicht so der ich mag ja Menschenmassen nicht so. Mhm. Und deswegen sind Konzerte halt meistens auch nicht so mein Ding. Hat man Spannen noch gar nicht gemerkt, als wir mit Kokain auf dem der Bar waren. Ja, oh Gott. Aber da warst du jetzt auch nicht der glücklichste Mensch auf Erde. Auf Erde. aber ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, ich war im Stream und ich höre ja sehr gerne und schon sehr lange Rise Against. Mhm. Und dann hat irgendjemand in den Chat geschrieben, ey Marv, bist du eigentlich bei Rise Against? Nicht so wie die Touren. Ich habe gehört, die touren gar nicht mehr. Meinte, doch, doch, die haben wieder eine Europa-Tour angekündigt. Und ich so, ja, let's go. Und dann war der Phil im Chat und der hört auch so, also unsere Musikrichtungsvorlieben überschneiden sich teilweise und genau in dem Bereich eben. Und dann meinte Phil so, ey, ich wäre auch direkt dabei, weil Phil geht sehr gerne und sehr viel auf Konzerte. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann war Phil so, ey, eine Woche später ist auch noch Billy Talent. Dann haben wir geguckt und es war literally, freitags war Rise Against und den nächsten Freitag war Billy Talent. Beides in der Festhalle Frankfurt. Und Billy Talent höre ich halt auch schon. Ich weiß noch, an meinem 18. Geburtstag wir waren im Familienurlaub. Mhm. Und da hatte ich, das war noch zu MP3-Player-Zeiten. Du bist schon alt. Mit deinem Ohr. Ich meine, da hatte ich natürlich schon mein iPhone 17. Da war der iPod schon integriert drin im iPhone. Ja. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mein Musikwiedergabegerät meiner Wahl dabei. Und da ging halt noch nicht so viel drauf. Mhm. Und dann hatte ich ein Album drauf und das war Billy Talent. Dann habe ich das hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Auf jeden Fall Billy Talent, Rise Against mag ich. Und dann sind wir auch auf die Konzerte gegangen. Das war sehr nice. Rise Against war von der Soundqualität, ich weiß nicht, also Rise Against, no front, aber eure Live-Auftritte sacken wirklich hart. Ihr könnt froh sein, dass die Musik, sonst so abartig geil ist, weil so sind die Konzerte dann trotzdem nice. Aber so von der Performance her von den Jungs, alles cool. Mhm. Aber die Soundqualität, wenn ich nicht jeden einzelnen Text von Rise Against hoch und runter singen könnte, blind und kreuz und quer, dann wüsste ich echt teilweise nicht, wo die sind im Lied. Was? Das also, und das war dann bei Billy Talent viel, viel besser. Mhm. Bei Billy Talent war es aber geisteskrank voll. Und da hatte ich wirklich die ekelhaftesten Menschen neben mir. Wirklich die ekelhaftesten Menschen. Ich darf jetzt nicht anfangen, die Frau zu beschreiben. Ansonsten komme ich in Teufelsküche. Lass mich einfach nur gesagt sein, die waren wirklich ekelhaft und du wolltest mit diesem Mensch keinen Körperkontakt. Und dann hat die sich immer wieder an mich gedrückt und ich war so angewidert. Ja. Boah, ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Und dann schwitzt die auch noch wahrscheinlich so richtig. Du machst dir keine Vorstellung, Alex. Das war wirklich, also, ey, ich darf nicht zu weit drauf eingehen, ansonsten werde ich verurteilt, dann werde ich gecancelt. Auf jeden Fall war das einfach ein sehr ungepflegter Mensch, wo du keinen Körperkontakt mit haben möchtest. Ja. Und ich hatte viel zu viel Körperkontakt mit dieser Person und bin dann bei der ersten Gelegenheit, die sich ergeben hat, geflüchtet in einen Moshpit. Und das war dann einfach, ich stehe so neben Phil. Phil stand rechts von mir, diese Person links von mir und vor mir so ein Moshpit und ich so, rein da. Ich meine, Phil konnte gar nicht schnell genug gucken. Da bin ich schon in diesen Moshpit reingerannt. Ey, und lieber habe ich mich da mit 15 verschwitzten, langhaarigen Metal Boys gebasht in dem Moshpit, als eine weitere Sekunde neben dieser Person zu stehen. Ah, schön. Das, Gott, oh Gott. Ja, aber Billy Talent war auch sehr geil von der Show. Und Musik war nice und war cool, mal wieder auf Konzerte zu gehen. Weißt du, was das Problem war? Ich hatte dann voll das schlechte Gewissen. Ich trinke ja sehr selten Alkohol. Mhm. Und wie gesagt, auf Konzerten gehört es bei mir dazu. Aber ich gehe im Schnitt alle 2 Jahre maybe auf ein Konzert. Und dann war so, Digga, nächsten Freitag ist schon wieder das nächste. Und dann haben wir wieder getrunken. Oder ach, ich, dann, Phil muss ja, okay. Und dann war ich so, uff, Alkoholkonsum diesen Monat einfach 500% ja. gestiegen. Ja. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist sehr cool. Und zum vielleicht Ausgleich probiere ich mich gerade wieder viel mit verschiedenen Sportarten durch. Ja, ich habe gehört, dass du Squash-Weltmeister geworden bist. Basically. Ja. Basically, yes. Genau das. Ja. Ich war früher oft Squash spielen. Also ganz früher war ich ja mal im Tennisverein. Du warst ja auch mal im Tennisverein. Ja, ich war auch mal im Tennisverein. Warst du hier schon wieder an Insider-Wissen liegen? Irgendwann kommt jemand so, und? Wie lief bei Tennis? Und ich so, how do you know? Ich muss ehrlich sagen, Tennis ist so eine coole Sportart eigentlich. Also ich finde, Tennis spielen macht einfach so viel Spaß. Ich habe ja früher auch Fußball gespielt. Ich muss sagen, so Fußball hat also so von ganz klein auf. Warte mal, wie lange ich im Fußballverein war. So 2 Wochen? Eine.
dann habe ich uns zweimal im Training, dann war ich so, Digga, das ist komplett nicht meine Sportart, ich verpiss mich hier. Ja, nee, mein Vater ist halt ultimativer Fußballfan, also so alles, was mit Fußball zu tun hat, kannst du ihn fragen. Kommst du genau nach Papa? Nee, und er hat mich halt, ich hatte im Kinderwagen, hatte ich schon einen Bayern München Schnuller gehabt, weißt du? Oh Gott, jetzt wirst du gecancelt. Weil Bayern München? Ja. Ja. Und deswegen, ich stand mit hier bei Bambinis, ich weiß nicht, wie alt du da bist, ich glaube. Die Bambinis. Gibt's da Fotos von Alex? Bestimmt, ja. Bitte kriegst du Fotos. Das kriegst du auf keinen Fall. Ich fahre einfach zu deinem Bruder und sag, zeig mir bitte alle Fotos von Alex, wo er bei den Bambinis war. Ich poste dann in meiner Insta-Story, Freunde. Oh, der Blick von Alex. Maybe not. Auf jeden Fall, Fußball hat eigentlich immer schon Laune gemacht, aber ich muss sagen, als ich so Tennis angefangen habe, so ein bisschen so spielen konnte, also wenn man es so ein bisschen beherrscht hat, hat es schon, finde ich, um einiges mehr Spaß gemacht als Fußball. Also ist schon eine sehr, sehr coole Sportart. Vorschlag. Ja. Special Shisha-Cast-Event. Shisha-Cast-Event. Directly versus SWG Tennis-Match. Ja, bin ich dabei. Let's go. Und was spielen wir? Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir machen ein Placement mit Shisha Cast und das Geld, also erstmal bezahlen wir Basti. Aber wenn Basti bezahlt ist fürs Producen vom Shisha Cast, den Rest von dem Geld investieren wir. Wir suchen beide zusammen ein geiles Set aus und wenn du gewinnst, verlost du das bei dir auf Insta und wenn ich gewinne, verlos ich das bei mir auf Insta. Das ist eine richtig coole Idee. Das machen wir. Hand drauf. Ja. Let's go. Ja, das ist ja eh immer so, ich weiß, hatte ich das mit dir oder mit irgendwem so, da gab es ja immer diese Box-Events von YouTubern. By the way, Chessboxing, 10. Dezember. Bist du dabei? Nachts was, gucken? Was? Chessboxing. Ludwig, Schach? Ja? Schach? Boxing. Es gibt Runden. Ja? Eine Runde ist Schach. Dann hauen die sich aufs Maul. Und dann ist wieder Schach. Ist dein Ernst jetzt? Ja, for real, Chessboxing. Ist ein Event von einem Ami-Streamer. Ludwig heißt er. Ich liebe den Typ, der ist genial. Und weißt du, wer dabei ist? Papa Platte. Ach, bei dem Event ist er dabei? Bei dem Event ist er dabei, ja. Ja, ja. Und das ist am 10. Dezember. Aber das wird halt irgendwie nachts um, weiß ich nicht, 12, 1, 2 losgehen. Ja, fühle ich mich schon sehen, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist Sonntag, der 10. Mhm. Oder ist das der Samstag, wo das Aeon-Event ist? Ja, 10. ist Aeon-Event. Oder maybe ist dann der 11., weil ich glaube, es ist der Sonntag. Dann ist vielleicht auch am 11. Dezember. Auf jeden Fall Chessboxing von Ludwig ist dann nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Falls du Bock hast, können wir uns gerne bei einer Pfeife zusammen reinziehen. Ja, sehe ich mich. Ja, sehe ich mich auch. Ich meine, Schach, ich habe ja angefangen, Schach zu spielen. Das habe ich gesehen. Ja, ja. In der Insta-Story irgendwann. Ja, ja, weil ich habe den... Aber auf dem Tablet, also online, ne? Ja, also ich habe einfach eine App für. Mhm. Ich habe noch keinen, also ich würde mir gerne dann irgendwann noch ein cooles Schachbrett kaufen, aber gerade habe ich einfach nur die Chess.com-App. Schach eigentlich auch super cool. Weißt du, wie das kam? Alter, heute ist schon wieder der Abdriften-Podcast Deluxe. Richtig, ne? Ja. Also Chess stand auf jeden Fall nirgendwo auf unserer Themenliste. Ich habe wieder angefangen, Backgammon zu spielen. Mhm. Und Backgammon ist halt am Ende des Tages, klar, du kannst viel mit Taktik machen, aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Würfelspiel. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich kann es dir beibringen. Ich habe noch nie gespielt. Nächster Vorschlag, Backgammon Special Stream. Nee, aber also Backgammon ist halt am Ende des Tages immer noch ein Würfelspiel. Und das heißt, du bist somewhat abhängig von deinem Würfelglück. Mhm. Und das ging mir halt irgendwie immer auf den Sack, weil bei Schach kommt es halt nicht auf Glück an. Das ist einfach nur Können. Schach ist, ja. Ja. Und also ich kann nichts in Schach, macht euch keine Vorstellung, ne? Aber wir haben dann eben angefangen, von Backgammon wieder auf Schach zu switchen. Mhm. Habe ich auch mit Phil ein bisschen Schach gespielt, mit Armin ein bisschen Schach gespielt. Ja. Es ist, da habe ich eigentlich auch eine ganz, ganz witzige Story zu. Und da waren wir nämlich mal mit einer Freundesgruppe. Kennst du den Steinau-Park? Diesen Kinderpark? Nee. In Steinau an der Straße ist das so ein Erlebnispark für Kinder, weißt du? Da gibt es so Trampoline, ja. Gibt es so ein Streichel. Sehe ich uns so jetzt noch. Ich mich auch. Ja. So eine Sommerrodelbahn. Da ist eine Sommerrodelbahn? Ja, da ist eine Sommerrodelbahn. Bild. Auf jeden Fall. Schon drei Special Shisha-Cast-Event. Auf jeden Fall war man da mit einer Freundin, weil das ist auch als Erwachsener in Anführungszeichen ist einfach immer noch super cool. So riesen Trampolin und so weiter, einfach nice. Und irgendwann... Ich weiß auch nicht, was das mit Menschen ist, ne? Aber sobald irgendwo ein Trampolin in der Nähe ist, jeder wieder 13. Ja, zu 100%. Instant. Zu 100%. Alles an Wissen vergessen. Trampolin muss springen. Auf jeden Fall war man da gewesen und
ein Kumpel und ich, da haben wir so ein lebensgroßes Schachspiel gesehen, weißt du, mit so großen Figuren. Und die anderen wollten da auf die Sommerrodelbahn. Ich dürfte da, glaube ich, nicht drauf, weil ich da schon zu schwer war. Ja, wow, sag mir das doch vorher, Digga. Ich war so hyped für die Sommerrodelbahn und jetzt droppst du hier sowas. Ich glaube, die ist gewichtsbegrenzt. Ich weiß es aber nicht. Also irgendwas war auf jeden Fall. Ich wiege wirklich 90 Kilo. Ja, ich auch. Big Sly of our lives. Auf jeden Fall sind wir da nicht mitgegangen, haben uns da hingestellt und haben angefangen, Schach zu spielen. Und wir, ich stelle es gerade vor, alle Freunde so, hey, wir gehen jetzt auf die Sommerrodelbahn, viel Spaß. Und Alex so, Bauer auf EA. Aber wir standen da ungelogen über eine Stunde und haben da einfach Schach gespielt, weil wir dann so da standen, so überlegt haben, was der nächste Zug ist. Das war ja echt witzig. Aber da braucht man auch am Anfang wirklich scheiße lange für. Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt angefangen, mir so ein paar Basic-Tutorials zu geben und so. Aber ist auf jeden Fall geil. Sehe ich uns. War in der Schule auch in der Schach-AG. Ich war auch mal in der Schach-AG. Ja, echt? Ja, wirklich. Aber ich glaube nur eine halbe Klasse oder so. Ja, wir mussten halt irgendwelche AGs finden. Ich weiß nicht, wie lange das immer ging. Und ja, da Mittelstufe war das bei mir. Genau, genau. Ja. Und dann bin ich in die Schach-AG, weil Schach war cool. Schach war nicht cool. Mir hat Schach Spaß gemacht. Ja, aber du warst nicht cool, wenn du Schach gespielt hast. Du warst nicht cool, wenn du Schach gespielt hast. Aber du wusstest einfach... Übrigens, Shame an alle Schach-Hater. Wir wollten uns geistig weiterbilden, die Tiefen unserer Synapsen erforschen und weiter verknüpfen. Und dafür haben wir Hate bekommen. Wie könnt ihr nur? Warum denn Hate? Ach, war halt schon uncool. Ja. Also wenn du jetzt gesagt hast, yo Bro, ich bin Quarterback in der Football AG, dann war es schon cooler als so, ich habe eine neue Taktik in der Schach AG gelernt und dann habe ich meinen Gegner besiegt und meine Elo ist ein wenig gestiegen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns in der Mittelschule war der Typ, der die Schach AG gemacht hat, einfach der chilligste Dude auf Erden. Also du konntest eigentlich alles machen, ob du Schach gespielt hast oder nicht, du konntest alles in dieser AG machen währenddessen, aber war einfach super. Hast du mal eine Pfeife geraucht, ja? Ja, immer. In der Mittelstufe habe ich mir immer direkt... Bruder, warte, gleich können wir starten. Kohle geht an. Dann geht los. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Nee, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht, wer bei mir die Schach-AG geleitet hat. Weiß ich gar nicht mehr. Hab da auch nicht viel Erinnerung dran. Also auch als wir angefangen haben, jetzt wieder Schach zu spielen, konnte noch das Basic Movement von den einzelnen Figuren, heißt es auf Deutsch? Ja. Pieces? Figuren? Schachfiguren, ja. Ja, Figuren. Aber das war's dann auch basically schon. Also wir haben auch hart gestruggelt, aber... So langsam komme ich wieder ein kleines bisschen rein. Ich glaube, so ein, zwei Öffnungen kriege ich sogar noch hin, aber das war es dann auch. Der sizilianische Supertrick. Ich glaube, die ist die spanische nicht die, wo du die Pferde zuerst... Okay. Also, keine Ahnung, Alex. Hör mir auf mit Schach-Openings. Wie gesagt, ich weiß noch, wie sich welches Piece bewegen kann und wie man schlagen kann und was dann ein Schach ist. Aber kennst du noch Castlen? Wenn du auf der rechten Seite von deinem König deinen Läufer und deinen Springer weg hast, dann kannst du mit deinem König in die Ecke gehen und den Turm 1 rüber bewegen. Ach so, ja. Rochade. Wie? Rochade heißt du. Also Rochade. Nee, also ich kenn's als Castlen. Also diese Schachtutorials, die ich mir angucke, da waren halt Englisch, deswegen kann ich es jetzt nur auf Englisch. Also auf Deutsch kenne ich es unter Rochade. Rochade? Ja. Ist doch also so Turm und König. Und das soll so klingen, als ob man gerade im Mund hält? Das muss so. Okay, verstehe. Ja. Gut. So viel auf jeden Fall zu unserer Schachkarriere. Ja. Chessboxing sind wir auf jeden Fall Fans. Ja. Gucken wir uns an am 11. Bin ich super gespannt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall größte Papa-Platte-Fanboy bei diesem Event. Ja, zu 100%. Ja, safe. Wenn der nicht gewinnt, shame on you, Kevin. Ja. Shame on you. Wird er niemals hören, aber okay. Wobei er ja mal mein Ringe-Tutorial hat er sich mal im Livestream reingezogen. Ernsthaft? Also man könnte behaupten, Kevin kennt mich. Ja, das wäre... Könnte man behaupten. Maybe. Ja. Ja. Deswegen sind wir auch Papa-Platte-Fans. Aber ich wollte dich eigentlich bei der Konzertrubrik noch was anderes fangen. Ich merke schon, wir schweifen wieder super hart ab. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, nee, aber bis jetzt haben wir noch kein Wort über Shisha verloren. Passiert. Auf jeden Fall, was ich fragen wollte, und zwar... Ich sehe ja momentan auf Instagram wieder überall die Spotify-Recaps. Ja. Jetzt wollte ich dich mal fragen, ist da irgendwas dabei, was dich verwundert hat oder irgendwas Special-mäßiges oder was? Bei mir selbst? Ja. Meine Spotify-Recaps sind komplett broken, weil ich beim Stream immer so No-Copyright-Playlists laufen lasse. Ah, okay. Und da ich in letzter Zeit sehr viel gestreamt habe, habe ich auch sehr viel No-Copyright-Playlists laufen lassen. Und deswegen ist praktisch nur die Hälfte von meiner Spotify-Recap überhaupt aussagekräftig. Okay.
Aber anscheinend habe ich doch mehr Deutschrap gehört, als ich dachte. Mhm. Ja. Okay. Aber meine Recaps sind komplett durcheinander von meiner Metal Scream Playlist Collection, die ich eigentlich nur im Gym höre, sind dann da Sachen mit drin. Von der Livestream Playlist, die nicht copyright free ist, ist halt voll viel Deutschrap drin. Ja, nee, aber die ist bei mir leider nicht so cool. Okay. Weißt du, was mich getriggert hat? Die stellen dir ja dann eine Liste mit deinen Top 100 Songs zusammen. Mhm. Und du kannst sie aber nicht bearbeiten. Weil ich hätte gern diese Liste für mich, nur dass ich einmal alle von diesen Stream-Musik-Dingern einfach rauslösche. Du kannst sie nicht rauslöschen. Dann mach einfach eine neue Playlist und zieh dir die, die du von der 100... Ja, das muss ich noch machen, aber hatte ich keine Zeit für. Okay. Aber übrigens an der Stelle auch echt vielen Dank für den krassen Support, dass wir so oft in den Top 5 einfach... Ich habe auch mehrere Screenshots bekommen, wo wir Platz 1 waren. Habe ich auch 1, 2... Platz 1, Digga. So krank. Vor allem, du hast... Wir sind für manche Menschen der meistgehörte Podcast. Ja. Vor allem... Also wenn du, genau du, dich jetzt gerade angesprochen fühlst. Puss. Ja. Also... Vielen, vielen Dank. Also, ist echt surreal, oder? Vor allem, nachdem du hast das gestern in der Story dazu gemacht. Und habe ich auch das erste, was ich geschrieben habe, so, und das mit unserem Output. Das ist so, wenn ich überlege, dass manche Podcasts so wöchentlich kommen, vielleicht so alle 2 Wochen. Ja, aber für die ist es ja dann auch ein Business und für uns ist das so eine Just-for-Fun-Veranstaltung. Ich meine, die einzigen Placements, die wir beim Shisha-Cast machen, ist, dass wir den Basti bezahlen können, damit er den Shisha-Cast produziert. Ja. That's it. So, also, weiß nicht, ich finde, das kann man, also, man kann uns, finde ich, jetzt nicht mit einem Edeltalk, gemischtes Hack, wie heißt der andere da? Berlin Tag Nacht? Falsche Sendung, wa? Ein bisschen abgedreht. Wie heißt denn ja nochmal? Berlin? Baywatch Berlin. Berlin Tag und Nacht war was anderes. Das war mir bewusst, aber ich wusste nicht. Das ist deine Lieblingssendung, habe ich gehört. Big Fan. Was sagst du der letzten Aktion von Celine? Es war so krass, was die mit Tommy gemacht hat. Geisteskrank, oder? Junge, Tommy hat mir so leid getan. Ey, aber ich glaube, das wird wieder was. Meinst du, die kommen nochmal zusammen? Ich glaube schon. Das wievielte Mal ist das jetzt? 4? 4. oder 5. Mal, ja. Boah. Jetzt an diese Leute denken so, die gucken das? What the fuck? Boah, stell dir mal vor, die Namen stimmen sogar wirklich. Als ob da keine Celine dabei ist. Tommy? Weiß ich nicht. Da hättest du irgendwie Kevin. 100%. 100% ist da ein Kevin dabei. Ja, das stimmt. Kevin ist safe dabei. Safe. Ach ja, Grüße gehen raus, Kevin. Wo wir aber im Fernsehen sind. 7 vs. Wild. Ja. Aber stopp. Noch nicht spoilern. Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja noch nicht die, die Leute spoilern, auch nicht mich spoilern. Ich wollte eigentlich eher sagen, nicht die Leute spoilern. Dich würde ich jetzt auch nicht. Also, ja. Hast du gestern die Folge geguckt? Ja. Ich hab's noch nicht geguckt. Ja, du guckst heute Abend im Stream, ne? Ja. Aber so gespannt. Wie findest du es? Weil ich habe ja jetzt das öfter, also ich persönlich gucke es wieder super gerne, weil ich war ja auch Riesenfan der ersten Staffel. Aber ich höre echt relativ häufig, dass die Leute die zweite Staffel gar nicht so geil finden. Also. Ja. Wenn wir Joris rausnehmen. Warum wusste ich, dass das kommt? Ey, no joke. Also, ich will dem Junge ja auch wirklich, wirklich kein Unrecht tun. Und ich finde den auch nett und sympathisch. Aber das mit der Wildcard von jemandem, der noch keinen Content erstellt hat, maybe nicht die beste Idee geworden. Weil, also was mich bei Joris immer ankotzt ist, erstens macht er gefühlt fast nichts, aber das kommt daher, weil er immer nur erzählt. Immer wenn Joris kommt, sitzt er irgendwo und erzählt was. Also das Spannendste war bis jetzt, wie er erzählt hat, dass er jetzt mit seinem... Achso, ich darf ja nicht spoilern. Ich habe auch gerade schon überlegt, ob ich einen Joke mache, aber ich weiß nicht, wie weit man schon was sagen kann. Nee, spoilern wir lieber nicht. Vielleicht wollen es Leute noch gucken. Naja, auf jeden Fall, Joris, müsst ihr wissen, der erzählt immer was, dann kommt ein Cut, dann erzählt er wieder was und dann hat er aber schon gemacht, was er erzählt hat. Ja. Und es gibt wirklich eine goldene Regel als Content Creator. Never tell, always show. Stellt euch mal vor, ich würde in meinen Videos sagen, so, also wir haben jetzt den neuen Tabak von so und so und so und der Schnitt war gut, aber ich zeige euch nichts, ihr seht die ganze Zeit nur meinen Kopf. Der Schnitt war so und so und ich habe mir damit jetzt einen Kopf gebaut und der Kopf ist so und so geworden und das ist das Problem. Ja, Geschmack ist so und so, Rauch ist so und so. Aber ihr seht immer nur meinen Kopf. Wie langweilig und sinnlos wäre das denn? Und genau so ist Joris. Ist doch so.
Ja. Ich will gar nicht fies zu dem Junge sein. Der hat mir nichts getan. Der hat nur alles verdient, was er sich wünscht. Er soll ein glückliches Leben führen. Ich will ihm wirklich nichts Böses. Aber er ist nicht dafür gemacht, in so einer Sendung, wo es auch darum geht, Content dazu zu erstellen, geeignet. Ich würde zwei Punkte habe ich auf jeden Fall noch dazu. Einmal, ich verstehe dich zu 100%, bin auch voll bei dir, aber ich habe mich mal so in die Lage reinversetzt und ich glaube, ich würde mir auch richtig schwer tun, so in dieser Situation, wo du alleine auf dieser Insel bist, immer dran zu denken, wenn du was machst oder wenn du gerade eine Idee hast, was zu machen, die Kamera selber noch anzumachen, das irgendwie hinzustellen oder, keine Ahnung, irgendwie aufzuziehen oder sonst irgendwas, sondern ich wäre, glaube ich, auch so eine Fraktion, ich würde es dann halt machen, dann so, Mist, ich hätte das vielleicht aufnehmen sollen und dann im Nachhinein das Ganze zu erzählen. Also das, ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der auf jeden Fall da auch mitspielt. Da ist natürlich so ein Fritz oder sonst irgendwas viel, viel geübter drin, das Ganze zu machen. Aber ja, bin da auf jeden Fall voll bei dir. So vom Grund auf her. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen Bedenken gehabt, als ich die Ankündigung gehört habe, wer so alles dabei ist. Aber ganz ehrlich, Knossi carried ja so hart. Fucking Legend, Bro. Alter. Fucking ich Legend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein harter Fan von Knossi bei diesem Projekt bin. Ich bin auch 100% Knossi-Fan. Ich finde es so geil. Weißt du, was ich am beeindruckendsten finde? Also, manche Leute denken ja auch viel, dass das mit, wenn du es als Content Creator in Anführungszeichen schaffst, ne? Also wenn du in der Lage bist, das zu deinem Job zu machen, dass da auch viel Glück dabei ist und so. Und mit Sicherheit immer so, ne? Bestimmten Glück muss kommen, aber du musst auch vorbereitet sein, diese glückliche Situation dann zu nutzen. Ja. Vor allem brauchst du aber meiner Meinung nach als Content Creator eine Fähigkeit und das ist Durchhaltevermögen. Ja. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass Knossi dann nicht schlecht abschneiden, weil Knossi ist ein Beißer. Ja. Der ist ein Beißer. Manchmal auch ein kleiner, süßer Dummkopf, aber vor allem ein Beißer. Ja. Und deswegen finde ich das geisteskrank beeindruckend, mit was für einer mentalen Stärke der da durch den Dschungel geht. Was ich auch krass, also was ich auch an Knossi, was ich krass finde, so perspektivenwechselsmäßig, merkst richtig, du merkst, ich finde in dem Format so richtig, warum er so erfolgreich ist, wie erfolgreich er ist, weil er einfach so ein Entertainer ist. Er ist alleine auf der Insel, er hat nur diese GoPro und macht dann eine Show draus, wo du denkst, so, wie geht das? Ja, ja, wirklich mit so eingeschränkten Mitteln ist wirklich heftig. Also ich bin auch big Knossi-Fan. Otto, habe ich Otto. Mir gedacht, dass der das macht. Also ich meine, der Mensch ist Ex-Soldat und... Ja. Survival also und alles. Bei aber Otto, wenn du den siehst, habe ich das Gefühl, das ist für den eher so ein Camping-Ausflug. Das Walk so. In the Park. Digga, der chillt da mehr als ich zu Hause auf der Couch. Das ist geisteskrank. Wirklich, wenn du Otto so reden hörst, so, weißt du, der findet. Ich darf ja. Ich darf ja nicht spoilern. Da passieren Dinge bei Otto, wo ich mir so in die Hose scheißen würde und Otto so, ja, das haben wir jetzt gefunden, aber ich gehe jetzt wieder in mein Camp und dann. Schlafen wir auch noch mal eine schöne Runde. Vielleicht gehe ich nachts aber noch mal raus und baue da irgendwie so ein 3-Sterne-Luxushotel. Otto wirklich immer, allein wie er redet, merkst du... So tiefenentspannt. Komplett tiefenentspannt. Ja. Einfach komplett klar und cool im Kopf, genau so, wie du in so einer Situation sein musst. Absolut beeindruckend. Ja. Fritz ist Fritz. Ja, ist Fritz. Ist Fritz. Ja. Kriege ich gerade genau, was ich von Fritz erwartet habe. Ich habe nichts anderes erwartet, als das, was bei Fritz passiert. Ab und zu ein kleiner mentaler Breakdown. Genau, also so ein paar Momente waren, wo ich echt gedacht habe, so, okay, krass. Ja. Aber fängt sich auch immer wieder. Ja, genau, so all over ist das, was ich von Fritz erwartet habe, passiert eigentlich im Endeffekt. Ja. Ova weint ein bisschen viel. Die tut mir manchmal ein bisschen leid. Ja. Das taktische Weinen. Das sagt sich, das hat auch jeder gefeiert. aber finde ich süß. Also ich finde es auch cool, dass zwei Frauen dabei sind, nicht nur eine. Geil. Ja. Ich finde, man merkt halt krass, wie die Männer anders mit Emotionen umgehen als Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch noch irgendwann... Ich glaube, das ist einfach nur ein zeitversetztes Ding. Aber du siehst ja jetzt trotzdem schon den Unterschied. Ja, das stimmt. Ja. Aber ist geil. Ich freue mich auch jetzt schon wie ein Flitzebogen, heute Abend die nächste Folge im Stream zu gucken. Gespannt wie ein Flitzebogen? Ja. Was war da jetzt? Ja, so ist...
So sagt man das doch. Du hast es gerade anders gesagt. Ja. Ja. Wie habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Aber nicht gespannt. Perfekt. Egal, ich freue mich wie ein Flitzebogen. Was haben wir noch auf der Liste? Ich habe schon wieder den Überblick verloren, was hier. Das ist eine gute Frage. Was hier geht. Mal hier mal die Notizen-App aufmachen. Oh ja, ich habe einen neuen PC gebaut. Ja. Also ich muss anders anfangen. Ich bin ja im Moment sehr, sehr viel am Stream. Dadurch, dass ich tatsächlich mal wieder Spaß, also richtig Spaß an einem Spiel gefunden habe, wo ich gerade jede freie Minute reinstecken könnte. Es sind leider nicht so viele freie Minuten. Aber ich habe trotzdem ein paar zu viele Minuten reingesteckt. Problem ist aber, dass mein alter PC zum Stream hat er gereicht und zum Zocken hat er gereicht. Aber er hat nicht gereicht, um zu zocken und zu streamen. Also es ging, aber es war kein schönes Ergebnis. Also es war sogar so, dass wir in Trackmania oder sowas schon die Grafik wirklich extrem runterstellen mussten, damit das für den Stream noch halbwegs flüssig war. Das ist krass, also vor allem Trackmania. Also, ist ja halt so. Na, Trackmania ist gar nicht so ressourcenunauslastend, wie man denkt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Game so... Also es ist jetzt kein Cyberpunk. Ne? Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie Minecraft ohne Texturenpack und Shader oder so. Ist ja auch egal, aber long story short, wir mussten sogar nicht AAA-Spiele schon die Grafik wirklich immer gut runterstellen. Und auch bei Call of Duty war das jetzt ein absoluter Struggle, das irgendwie hinzubekommen, dass das Spiel und streambar war. Und da wir das halt sehr oft in letzter Zeit gemacht haben, habe ich gesagt, okay, dann ist halt jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo eine neue Grafikkarte her muss. Dann kam ja jetzt gerade die neue 40er-Serie von GeForce raus, also von Nvidia. Und dann haben Sandro und ich uns eine 4080 geholt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dann reicht mein Netzteil aber nicht. Und dann reicht auch mein Gehäuse nicht. Weil die 4080 ist ein Monster an Grafikkarte und die hätte nicht in mein Gehäuse gepasst. Und dann wusste ich schon, okay, dann muss ich mir ein Gehäuse holen, dann muss ich mir ein Netzteil holen, dann kannst du auch eigentlich den Rest noch holen. Und dann habe ich mir jetzt einmal einen komplett neuen PC zusammengestellt. Sehr, sehr cool. Und jetzt funktioniert auch alles, ne? Jetzt ja, war ein bisschen Struggle, weil diese Grafikkarte, ich will ja jetzt gar nicht zu viel Nerd-Talk raushauen, aber auf jeden Fall war das ein bisschen Struggle mit die neuen Grafikkarten von Nvidia, die haben so einen Adapter. Du hattest vorher praktisch einfach 6-Pin, 8-Pin und davon mussten dann manchmal zwei davon rein oder so. Mhm. Und jetzt haben die aber so einen komischen Mini-12-Pin, der dann auf 3-8-Pin geht und diese Adapter sind halt oft broken und deswegen, meiner war auch broken und deswegen hatte ich schon wirklich Sorge, dass meine Grafikkarte am Arsch ist. Ist sie aber zum Glück nicht. Ich habe einen anderen Adapter in Frankfurt geholt, habe den eingebaut, jetzt funktioniert alles. Sehr gut. War ein bisschen Struggle, habe jetzt auch Windows 11. Wild. Was? Wild, ja. Und jetzt funktioniert alles. Und jetzt können wir wieder schön zocken und schön streamen. Und deswegen habe ich eventuell auch im letzten Monat, wir haben eben nachgeguckt, ich habe 4 Tage habe ich nicht gestreamt. Ja, das in den letzten 30 Tagen. Das war das Ding, wo ich erstmal, ich bin hier reingekommen, Marv begrüßt und so weiter. Erstmal gefragt, so Marv, ist eigentlich alles okay, weil ich so letztens auf YouTube gesehen, so 11 Tage kein neues Video, auf Instagram irgendwie voll wenig Storys, so vergleichsweise, was du sonst hast. Hast du, ist irgendwas passiert, ist irgendwas los? Ich habe eigentlich nur vom Monat nur 4 Tage nicht gestreamt, ansonsten war ich halt die ganze Zeit live. Ich muss das noch ein bisschen hinkriegen, dass trotz Stream genug Content kommt, aber da kamen auch noch mehr Sachen zusammen. Also ich habe jetzt 2 Cutter, den Ali und den Basti. Ja. Und beim Basti waren ein paar Sachen los, dann war der Basti noch eine Woche krank, hatte der Basti noch eine Woche Urlaub, der Ali hatte noch Corona und dann sind wir natürlich langsam, aber stetig durch den Puffer durch. Ja. Und dann kam halt mal jetzt eine Zeit lang weniger. Der Ali hat jetzt aber wieder ein Video fertig. Das ist noch in der Quality Control, muss ich mir noch angucken. Ich habe gestern noch eins fertig geschnitten, das ist jetzt auch online. Wer bin ich mit Flo? Das war sehr, sehr cool. Ja, und mit Insta-Stories muss ich einfach gucken, wenn ich dann... Übrigens, die Gaming-Streams sind immer nur auf Twitch. Wenn ihr euch jetzt fragt, du warst doch gar nicht so viel mehr online. Twitch-Freunde, wenn ich nur zocke, dann gehe ich nur auf Twitch online. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gar nicht so geplickt, weil Twitch bin ich fast nie. Folgst du mir nicht auf Twitch? Nee, ich habe Twitch eigentlich nie offen. Ich habe auch nur Notifications von Twitch aus, weil ich benutze es eigentlich fast nie. Also kannst du ja auch nur die Notifications für mich anmachen. Ja, meistens eigentlich wirklich, wenn es geht, gucke ich fast eigentlich immer auf YouTube, muss ich sagen. Ja. Ja, ich habe jetzt angefangen durch Warzone und MW2 wieder ein bisschen mehr Twitch zu gucken, aber normal gucke ich eigentlich auch eher YouTube-Videos, muss ich sagen. So von dem, was ich mir an Content reinziehe, ist es eigentlich mehr.
Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt immer schön COD und Warzone sehr streamen. Cool. Letztens hatten wir auch 4 Wins an einem Tag. Das war sehr nice. Mhm. Ja. Also falls ihr auch bei Gaming Lust habt, geht natürlich zwischendrin immer mal um Shisha. Da läuft eine Pfeife dabei, da werden sich Köpfe gebaut, ja. Da gibt es ein bisschen Shisha-Talk. Dann schaut gerne mal auf Twitch rein. Marvd heiße ich da. Also M-A-R-V-D-E-D. M-A-R-V-E-D. So rum. Marvd. Ja. Und da gibt es jetzt immer viele Gaming-Streams. Sehr cool. Und, aber ich muss das noch hinkriegen, dass auch der andere Content dann nicht darunter leidet, dass wir mehr Gaming-Streams machen. Aber macht mir auf jeden Fall im Moment Spaß und man muss da halt auch immer irgendwie so ein bisschen sich selbst treu bleiben und das machen, klar. Wo man gerade Bock drauf hat. 100%. Ansonsten bist du schneller geoutburnt. Burnoutet? Ja, ich wollte gerade sagen, geoutburnt. Ja, outgeburnt. Ja, aber macht ja mehr Sinn. Ausgebrannt. Ausgebrannt, ja. Ja. Genau, so ist das. Ja, Squash haben wir erzählt. Oh, ich war gestern Eislaufen. Stimmt, ja. Auch was viele Leute nicht wissen. Ich war früher eigentlich... Eiskunstläufer. Also, Fast. Nee, aber ich war früher eins von diesen extrem coolen Kids, die in der Jogginghose mit ihren geilen Eishockey-Blades in die Eissporthalle gefahren sind. Und da dann zwischen der Menschenmenge durchgeballert sind. Ernsthaft? Ich bin früher oft in die Eissporthalle gefahren. Sehr oft. So oft, dass ich mir halt auch eben eigene Schlittschuhe geholt habe. Mhm. Oder Eisblades. Ja, und dann war ich jetzt aber wirklich Jahre nicht mehr. Mhm. Also wirklich ewig nicht. Und gestern war ich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren mal wieder in der Eissporthalle, habe auch meine alten Schlittschuhe wieder gefunden, habe die ausgepackt, dann sind wir in die Eissporthalle gefahren und die ersten Meter waren gut komisch. Also ich musste mich wirklich erstmal wieder dran gewöhnen, aber so nach einer Stunde oder so, oder nee, wahrscheinlich sogar früher, so nach einer halben Stunde oder so hat es wieder Klick gemacht und dann bin ich schon wieder ganz gut klargekommen. Nicht ganz auf dem Level von damals, obviously, ja, aber ich bin klargekommen. Ich habe mich nicht einmal aufs Maul gepackt, ich habe meine Power Break wieder hinbekommen. Ja, war okay. So Übersteig, Kurvenfahren mäßig. Das ist auch was ich eigentlich auf jeden Fall mal machen müsste. Ich hab's dir schon vorhin erzählt. Ey, Alex. Ich war in meinem Leben nur ich würde es fast so ein halbes Mal Eislaufen nennen, weil das war so, wir waren in Frankfurt gewesen, vor 2, 3 Jahren oder sowas. Und da war oben in der Maizeil, hatten die so eine kleine Eisbahn aufgebaut. Da haben wir gedacht, ja cool, ist doch cool, warum probieren wir mal aus. War, glaube ich, nichts gekostet sogar. Einfach so ein bisschen hin und her fahren, war eigentlich ganz witzig. Also ich war noch nie wirklich in einer Eishalle und bin dann wirklich aktiv gefahren. So. Können wir bitte zusammen Eisskaten gehen? Ich sehe die Insta-Stories schon. Aber du musst das so sehen, Alex. Das ist erstens hervorragender Content, den ich für dein Instagram erstellen kann. Zweitens, stell dir einfach die Geschichte für den Shisha-Cast vor, wenn wir zusammen Eisskaten waren. Alles für den Content. Alles für den Content, Alex. Das ist gar nicht, weil wir das wollen. Das ist basically, weil wir müssen. Aha. Jetzt schon. Du hast erzählt im Shisha-Cast. Der Basti schneidet das jetzt auch nicht raus. Ich war gerade ein Basti. Hier wird nichts rausgeschnitten. Der Anfang kommt weg, das Ende kommt weg, alles dazwischen bleibt drin. Wir müssen jetzt Eislaufen gehen. Ja, passiert. Na ja, Terminkalender. Du weißt Bescheid. Oh, es wird so wundervoll. So die größte Freude, die ich dieses Jahr gehabt habe. Bin ich mir jetzt schon sicher. Der Alex, wie er auf seinem Popo über die Eisfläche rutscht. Und ich glaube, ist das... Schneller Themenwechsel. Nee, kein Themenwechsel. Sondern also, ist das so ein Ding, so die größte Angst beim Eislaufen, dass du auf die Fresse fliegst und dass dann jemand über deine Hand deine Finger abschneidet? Also, kann passieren, ja. Perfekt. Aber deswegen zieht man eigentlich gute Handschuhe an. Okay. Hatte ich gestern nicht. Aber ich habe noch alle Finger. Sehr gut. Aber ich habe mich auch nicht aufs Maul gelegt. Naja, also ja, könnte passieren, aber sag mal, wenn du jetzt so unter der Woche gehst, abends, dann ist da jetzt nicht so viel los. Also ich packe Handschuhe an. Ja, also ist auf jeden Fall schon von Vorteil, wenn man Handschuhe anhat, safe. Okay. Ja. Nö, ich habe dann auch mit, einige Leute haben mir geschrieben, boah geil, dass du Eisskaten warst und so, hast du mal Eishockey gespielt? Und ich so, nee, ich finde Eishockey übel geil und das ist wieder dieses, ich hätte gerne mal Eishockey gespielt. Mhm.
Aber ich glaube, Eishockey ist so eine Sportart, da würde ich mir nach 3 Stunden irgendwas brechen. Mir hat jetzt auch einer geschrieben, der spielt mit einem Hobbyteam in Frankfurt. Mhm. Bin echt am überlegen, ob ich da mal vorbeischaue. Weil dieser Körper wurde für Eishockey gemacht. Alex, stell dir vor, ich in der Verteidigung und dann fährst du auf mich zu. Gut, du hast jetzt auch sehr gut aufgebaut, aber stell dir vor, ein normal gebauter Mensch fährt auf mich zu und ich stelle mich dem einfach in den Weg. Ja, der fliegt aus der Eissporthalle raus. Ist halt weg, ja. Der ist halt weg. Ja. Also mein Körper wurde einfach dafür gemacht. Ja. Das oder Football oder Basketball. Oder Basketball, ja. Ja. Basketball habe ich ja lange gespielt. Ja. Ich merke gerade, ich habe echt viele Sportarten ausprobiert, ne? Ich muss sagen, ich bin auch so super sportbegeistert. Ich bin eigentlich nie abgeneigt, irgendwas auszuprobieren. Auch so Badminton, Squash habe ich auch damals immer hin und wieder mal gespielt. Weil ich will ja immer noch gegen dich Squash spielen. Wir haben vor dem Cast kurz drüber geredet, ich habe so Bock gegen dich Squash. Gehen wir nach dem Shisha-Cast Squash spielen? Nach dem Shisha-Cast bin ich leider bei Stefan. Aber erst um 16 Uhr. Na scheiße, 15 Uhr. Nichts mehr. 15 Uhr, wir haben 15 Uhr. Ja genau, und um 16 Uhr bin ich bei Stefan. Ja. Das ist um 17 Uhr bei Stefan. Ich habe leider Muskelkater. Ich habe gestern Bein trainiert. Beintraining war ekelhaft. Richtig ekelhaft. Vielleicht sollten wir auch mal zu den News kommen. Wir sollten eigentlich haben wir alles abgehakt. Wir haben über Squash geredet, Eislaufen, PC bauen, Konzerte, Q&A-Stream. Oh, Aeon Savu. Ah, seine Ausflüge. Ja, aber das ist gar nicht mal so viel, sondern ich war letzte Woche, glaube ich, zuerst bei Ihnen gewesen. Wenn der Cast rauskommt, dann ist Ihnen eventuell auch schon vorbei, ne? Das kann ich nicht. Genau, und da übernehme ich. No, wait. Doch. Doch. Und da. Ihr merkt schon, wir haben das alles im Griff. Und da übernehme ich mit Mo so ein bisschen die Moderation von dem Tag. So ein bisschen die Leute durch den Tag geleiten. Und da haben wir so ein bisschen besprochen, wie das Ganze abläuft. So der Ablaufplan ein bisschen durchgegangen. Was steht so an? Was wollen wir so machen? Ich muss mir jetzt schon überlegen, wie ich euch hops nehmen kann. Du hättest genau dasselbe gemacht, natürlich, wenn ich da moderiert hätte. Natürlich. Komm mir jetzt nicht so. Ja, natürlich. Das ist das Erste, was meine Freundin gesagt hat. So, ich will einfach nur kommen, dich auszulachen. Same. Perfekt, dankeschön. Ja, wir müssen uns jetzt schon mal für den SWG-Trupp, der am Start sein wird, müssen wir uns jetzt schon mal irgendwelche Rufe, Schreihymnen überlegen. Wir wollen den Alex sehen. Das Problem ist halt einfach, musst dir vorstellen, ich bin super schlecht eigentlich in so vor Leuten reden, so Referate in der Schule, ey, geh mir weg, bin ich... Deswegen erstmal Moderationsjob. Genau, und Mo hat mich so gefragt, hier Alex, hast du Bock? Und ganz ehrlich, so natürlich habe ich da Bock drauf, aber so irgendwie eine Minute später, nachdem ich aufgeregt, dachte ich so, rede ich ja vor 100 Leuten, muss da moderieren. Du hast aber auch Shisha-Cast als Co-Moderator überlebt. Ja, deswegen. Oder es waren ein paar mehr als 100 Leute. Stimmt. Und das ging doch auch wunderbar. Ja klar, ich da kamen so diese Flashbacks von der Schule, wo ich ein Referat auf... Diese Post-Traumatic Stress-Syndrome-Meme an der Stelle. Das war anscheinend richtig schlimm. Du musst dir vorstellen, wir haben in der Schule ein Referat gehalten auf Englisch. Und ich hatte so meine Zettel. Und meine Freundin hat das mit mir gehalten, wir haben so ein Gruppenreferat, hat gemeint, stand neben mir und man hat gesehen, wie dein Herz gepumpt hat. So durchs T-Shirt durch. Und du musst dir vorstellen, auch so Schweißflecken. Gibt's da ein Video von? Nein, da gibt's kein Video. Schade. So, komplett Schweißflecken überall. Ich war so richtig befreit, als dieses Referat vorbei war. Und dachte ich mir so, ja, okay, das waren 30 Leute und. Ja, aber ist auch lange her. Ja, das stimmt. Und siehst doch einfach mal so, achte doch mal nicht auf die eine Negativerfahrung, die so lange her ist mit 30 Leuten. Wenn du auf die Shisha WG 100k Special Stream guckst, war doch alles wunderbar, oder? Also würde ich mir an deiner Stelle gar nicht so einen Stress machen. Ich glaube, das wird easy peasy. Nee, ich denke, das wird sehr, sehr cool, glaube ich. Sag den Leuten, Tabak for free! Und schon sind alle Fans. Jeder bekommt eine Ian geschenkt. Ja. Habt ihr jetzt beim Shisha-Cast zuerst gehört? Habt ihr beim Shisha-Cast Nagelt den Alex drauf fest. Ah nee, ist ja dann schon rum. Alter. Shit. Ich hoffe, der Alex hat euch einen Aeon geschenkt. Ja, wer jetzt Mo auf Insta schreibt, ne? Die ersten 100, die... Einfach Aeon aufs genommen. Ja gut, die Rechnung geht dann halt auch an dich, ne?
An Shisha-Cast hoffentlich. Nein. Das war gerade Directly, nicht Shisha-Cast. Ja, das war Shisha-Cast. Stimmen wir kurz ab, wer ist für Nein? Du musst dir jetzt vorstellen, wie Basti auch die Hand hebt. Okay, wir haben gewonnen. Nee, Basti doch. Nein, niemals. Außer du gibst Basti auch rein, dann ist er auf deiner Seite. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich an demselben Tag noch ein Family-Dinner. Ja. Das heißt, ich werde von mittags bis wahrscheinlich so 17 Uhr bei Aeon gewesen sein. Mhm. Und dann, also ich werde so bis 16:30 Uhr, denke ich, bleiben. Ich muss mal gucken, wie lange ich dann von da zur Family, wir sind bei meiner Tante im Odenwald, wie lange ich dann von Aeon in Odenwald brauche. Und ja, ich bleibe einfach so lange, wie ich kann und dann muss ich halt los. Dann ist noch Family Dinner. Weil wir eigentlich immer bei meiner Oma einmal Sauerbraten gegessen haben in der Vorweihnachtszeit. Meine Oma ist aber leider vor ein paar Jahren gestorben, also die Oma. Und ja, deswegen geht das leider nicht. Und jetzt übernimmt meine Tante so ein bisschen das Familienritual. Mhm. Und dann sind wir da zum Sauerbraten essen. Und das will ich nicht verpassen. Ja, das glaube ich. Genau. Aber dann bleibe ich einfach so lange bei Aeon, wie es geht. Und dann muss ich halt los. Ja. Ja, und danach war ich, wir haben kurz Ablaufplan, Pfeife geraucht, ein bisschen Tischtennis gespielt, natürlich, man kennt es, wir sind bei ihnen. Kannst nicht zu Aeon, ohne. Das ist wie, bei Hukain musst du saufen, bei Aeon musst du Tischtennis spielen. Die machen ja auch nichts anderes. Also was glaubt ihr, warum es noch keine Edition 5 gibt? Ja? Das hast du jetzt super gesagt. Leicht. Edition 5, integrierter Tischtennisschläger, Alter. Das neue Feature. Kannst du rauchen und beim Entlüften kannst du einen Tischtennisball wegschießen. Ist dann der Aufschlag, ja? Ist der Aufschlag. Auf jeden Fall da entspannt. Warte. Kann da bitte jemand ein Meme draus machen? Ich will so ein Mockup sehen. So ein Marketing-Sheet von wegen Feature von der Edition 5. Okay, bleiben wir. Okay. Kommen wir wieder zurück. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Mittag. Ich habe eine handschriftliche Einladung vom lieben Moritz bekommen. Und da auf jeden Fall, Mo hat sich irgendwie beschwert, er hört nicht mal Shisha-Cast, weil wir jedes Mal Hops nehmen oder jedes Mal schlecht darstellen. Verstehst das Problem nicht? Ich auch nicht, aber... Weißt du, er denkt, wir versuchen ihn schlecht darzustellen. Wir versuchen eigentlich, ihn voll gut darzustellen. Ja, wir versuchen klappt es halt. Klappt nur nie. Ja, genau. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall habe ich mich ja letztes Mal beschwert. Für das Summer Festival haben wir auch alle, eine handschriftliche Einladung bekommen. Und da habe ich mich beschwert, dass man die überhaupt nicht lesen konnte. Also, das ist so. Bei mir war das so, du hättest wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach so schreiben können. Über Ärzten. Ja, genau. Und das hätte genau denselben Effekt gehabt. Und er hat sich richtig Mühe gegeben. Scheiße, mit dem Lineal jeden Strich gezogen. Ich hab noch nie so eine schöne Karte von Mao, also so eine schöne Schrift von Mao gesehen. Ich habe auch noch eine Mau-Geschichte. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Warum? Ich umschreibe die schön. Du umschreibst die? Ja. Mo und ich haben festgestellt, dass wir länger nichts mehr gemacht haben. Und dann war Mo, seine Freundin, waren hier auf eine Pfeife. Mhm. Und dann sind wir irgendwie auf indisches Essen gekommen. Und dann meinte der Mo, er kennt einen richtig guten Inder in Bad Vilbel. Und da müssen wir mal hingehen. Ich so, ja, let's go. Hast du einen Termin ausgemacht? Was? Indisch essen. Das auch. Aber das ist nicht der Hauptpart, den ich erzählen will. Auf jeden Fall sind wir zu dem Inder und es war wirklich ultra lecker. Mhm. Aber just nach dem kindischen Essen, mein Magen, der Magen von Mo, tot. Tot. Und sagen wir es mal so, wir mussten sehr dringend und schnell nach Hause fahren. Mhm. Vor allem wegen Mo. Ich hab noch kurz überlegt, ob wir ins Umera fahren und Mau war so, ah. Wir fahren auf direktem Wege nach Hause, Freunde. Guess what, Alex? A3? Oh nein. Sperrung. Sperrung. Oh, schon so am Scouten. Von Fluchtwegen. Bei jedem Humpel gestorben. Wir da so langsam durch. Der Mo schon richtig aggressiv geworden. Oh Gott, ich muss weinen. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ist alles gut gegangen.
Und danach haben wir noch eine schöne Pfeife geraucht. Dann war alles wieder wunderbar. Das ist schön. Ja. Danke für die Geschichte. Das hat gerade meinen Tag versüßt. Mo, bitte verzeih mir, dass ich dir erzählt habe. Mir ging es genauso scheiße. Lange, bei mir war es nur nicht so zeitkritisch. Wie lange habt ihr gebraucht in der Sperrung? Es war gar nicht so lang, aber das bisschen Zeit, was wir verloren haben, hat gereicht, um das Dringlichkeitslevel enorm zu steigern. Ich weiß nicht, was hat uns wahrscheinlich 15 Minuten gekostet, okay, oder so. Also ja, 15 Minuten ist schon kritisch. Ist kritisch, aber für eine A3-Vollsperrung tatsächlich sehr, also es war keine Vollsperrung, aber da muss wohl kurz vor uns was passiert sein. Und dann war halt nur eine von vier Spuren, ja, okay, offen. Und das auf der A3, halt, du kennst das Problem, ja, ist Game Over. Deswegen eigentlich lucky, dass es nur eine Viertelstunde war. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, bitte. Der hört sehr ähnlich. Das stimmt, der hört sehr ähnlich. Ja. Wie, das schreibt ihm jemand. Oh, jetzt schreibt ihm safe jemand. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gecallt. Ja, aber wir schneiden ja nichts raus. Nächste mysteriöse Erwähnung, Mo. Stichwort Dringlichkeit. Gut, ja, jetzt habe ich keine gute Überall. Speaking of dringend, wir müssen über sehr dringende Shisha-News reden. Ich war immer noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Aber es geht eigentlich schnell, das habe ich eigentlich auch schon vor 10 Minuten gesagt. Also ich war noch kurz bei Sabu gewesen. Erstmal musst du dir vorstellen, ich war noch nie bei den Jungs, ich komme da an. Auf einmal kommt mir der... Warst du dann in dem Widder-Store von denen? Nee, das ist das Lager von denen, glaube ich. Ah, okay. Bei den Jungs ist doch auch der Widder-Store, genau, oder? Genau, ja. Nee, ich war bei denen im Lager gewesen und ich komme da so an und habe schon gesehen, wo das ist. Ich laufe da langsam so hin, auf einmal kommt mir der Savu-Transporter entgegen. Ich habe die ganze Zeit mit Kemal geschrieben, hab gesagt, ich bin so um 16 Uhr da. Kommt mir der Transporter entgegen, Kemal sitzt drin, macht kurz Fenster runter auf offener Straße, irgendwie drei Autos stehen schon hinter dem. So, hey Alex, na, wie geht's dir? Ja, ich bin so in 5 Minuten wieder da, ich fahr kurz heim, so, ah, alles klar. Dann stelle ich mich so vor die Tür. Da ist eine Klingel. Ich habe ungelogen, ich glaube, 50 Mal geklingelt. Es hat keiner aufgemacht. Ich stand da locker eine Viertelstunde vor, bis ich dann irgendwann angefangen habe, einfach gegen die Tür zu schlagen. Weil sie gemeint hat, ja, es sind welche drin, kannst du einfach reingehen. Und ja, dann erstmal eine Viertelstunde gewartet, bin dann irgendwann reingegangen, irgendwann hat mir jemand aufgemacht. Also Kemal kam auch nicht nach den angekündigten 5 Minuten zurück? Nein. Eher so nach einer halben Stunde, aber. Okay. Und da saßen schon ein paar Jungs drin und ich kannte erstmal keinen. Hab dann alle begrüßt, hab mich hingesetzt und die haben dann über Fußball geredet. Ich so, okay, kam einfach Bekannte von Kemal. Sich irgendwann rausgestellt hat, so, das ist der Hersteller von John Cubes, dann ist noch der Besitzer von Kaiserschiecher aus Offenbach da gewesen, irgendwie noch ein anderer Hersteller, also ich bis mir das erstmal klar geworden ist. Und irgendwann kam auch noch Emre vorbei von Shades. Wild. So ein richtiges Treffen. Halbes Insider-Treffen geworden. Ja. Und der Alex mittendrin. Ja. Okay, erzähl uns alle Geheimnisse. Was konntest du alles aufschnappen? Was hat der gemacht? Nee. Doch. Nee. Ja. Mit der Celine? Und dem Kevin. Und dem Tommy. Gott, oh Gott. Nee, aber was hast du da probiert bei Savu? Also einmal waren es ein paar, ich sag mal normale Prototypen. Da waren so, Prototypen? Ja. Also so, wie man Savu kennt, Virginia-Schnitt. Gute Qualität, war nicht schlecht. Konnte man auf jeden Fall rauchen. Und dann kam man mit das anderen... Das deutschen größtes Lob. Ja. Kann man rauchen. Und dann kam man mit anderen Prototypen, wo ich noch nicht so viel erzählen darf. Leider. Oh, ich dachte, jetzt kommen wir endlich dazu. Ich darf es leider noch nicht großartig. Hast du was unterschrieben? Nee, unterschrieben habe ich nicht. So Podcast-exklusiv meinst du? Nein, wenn du nicht darfst, darfst du nicht. Auf jeden Fall andere Prototypen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Hm? In dieser Kombination von Savua Rum und dem dargelegten... Jetzt hast du Space. Nein. Okay. Und also waren sehr, sehr lecker. Also man muss sagen, zwei von denen hat er am gleichen Tag noch angemischt. Mhm. Deswegen hat es am Anfang natürlich den Geschmack gehabt, wurde dann irgendwann war sehr, sehr schnell abgefallen. Und dann hat er noch einen anderen gehabt. Eine andere Kreation des Papalumas. Und ich muss sagen,
war ich sehr hyped drauf. Das hat mich sehr gefreut, den Kopf zu rauchen. Ich bin gespannt. Ja. Also, gucken, wann ich es eventuell probieren darf, kann, werde. Aber mir hat der Alex ein bisschen mehr verraten. Das klang schon vielversprechend. Ja. Ich bin auch gespannt. Bin ich gespannt. Genau, ich habe es tatsächlich schon aus anderer Quelle auch erfahren, was da so geplant ist. Klingt aber auf jeden Fall gut. Ja. Bin ich gespannt. Weißt du einen ungefähren Zeitframe so? Nee, noch gar nicht, weil es wirklich komplette Testphase jetzt mal mittlerweile ist. Aber also ich habe am Ende gesagt, den Papaluma könnte ich so absichern, dass er schon so auf den Markt kommt. Oh, wild. Okay. Na dann hoffen wir mal, dass sie vielleicht die Sorten einfach nach und nach raushauen. Ja. Und wir nicht warten müssen, bis alle fertig sind oder so. Wäre ja auch cool. Ja, bin auf jeden Fall mal gespannt. Wirklich sehr, sehr cool, denke ich mal. Es war ja basically jetzt schon die Eröffnung der Shisha News. Da gibt es natürlich ein brennendes Thema. Und zwar war wieder das klassische stille Postspiel, was es so oft in der Shisha-Szene gibt. Abschaffung der 25-Gramm-Regelung. Nein. Und alle gefeiert. Und die Freunde, also erstens, das sind nur Gerüchte. Zweitens geht es nur um eine Verlängerung der Abverkaufsfrist, nicht der Herstellungsfrist. Weil wir wissen ja, seit letztem seit 1.7. dürfen keine großen 200-Gramm-Packungen mehr produziert werden und eigentlich ab dem 1.1. jetzt keine 200-Gramm-Packungen mehr verkauft werden. Sind aber noch zu viele im Umlauf und deswegen hat sich der Shisha-Verband dafür eingesetzt, dass die Abverkaufsfrist ein wenig verlängert wird und das ist jetzt auch durchgekommen. Und irgendwie haben das sehr viele Leute extrem gefeiert. Ja, also ich glaube, die Leute haben es auch sehr, sehr falsch aufgenommen, muss ich sagen. Die haben wirklich, ich glaube, dass viele der Community oder so allgemein in dem Shisha-Kosmos so gedacht haben, so die 25-Gramm-Regelung gibt es einfach nicht mehr. Ja. Also so, wie sie ist. Ja, so, also von dem Ausmaße, wie das gefeiert wurde, kam das auf jeden Fall so rüber bei einigen, ja, safe. Was halt leider Bullshit ist. Genau. Weil das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass 200-Gramm-Packungen ein bisschen länger verkauft werden dürfen, nämlich jetzt wieder bis Mitte nächsten Jahres. Ja, aber das sind auch nur 200-Gramm-Packungen, die es schon gibt auf dem Markt, die schon im Umlauf sind. Das heißt, wenn jetzt so Bestseller wie ein Effing Queen zum Beispiel leer ist, dann ist der auch leer. Weiterhin leer. Und es gibt die nur um 25 Gramm. Ja, und das ist, also dadurch ist das gar nicht so ein großer Vorteil. Oder bei den größten Vorteil haben wir Tops. Genau, spielen wir es mal ein bisschen durch. Ist das für die Endkonsumenten gut? Not really. Man kann jetzt halt noch günstig Tabak einkaufen, aber den Tabak, den man einkaufen kann, sind halt die Sorten, die bis jetzt nicht weggebunkert wurden. Genau. Also wahrscheinlich nicht die beliebtesten Sorten. Ja. Da freuen sich mit Sicherheit ein paar Leute drüber und ich sag mal so, ich würde mir wahrscheinlich auch lieber einen Tabak für noch 20 Euro in 200 Gramm ziehen, der eine 8 von 10 ist, anstatt mir eine 10 von 10 in 25 Gramm zu holen. Ja. So, ne? Also wenn du da so viel Geld sparen kannst und dir so viel Mühe und Zeit sparen kannst, dann würde ich das vermutlich machen. Das heißt, für Endkonsumenten situationsbedingt maybe ein kleiner Win. Ja. Aber halt wirklich nur ein kleiner Win, weil den Holzer Grape 2 kriegst du trotzdem nicht und so die ganzen Bestseller halt. Die sind halt schon weg, die wurden schon weggebunkert von Leuten, die schlau waren und früh eingekauft haben und deswegen ist es ein kleiner Win. Nächstes Szenario, Shops. Also Shops, die an Endkonsumenten verkaufen und auch natürlich Großhändler, die an Shops verkaufen. Ja. Es ist ein Win. Ja. Weil da gibt es mit Sicherheit einige Tabakläden, die noch auf Zehntausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden Euro an Tabakware sitzen, die sie eigentlich jetzt in 30 Tagen oder wenn die Folge rauskommt, in 2 Wochen nicht mehr verkaufen dürfen. Ja. Für die ist das natürlich ein großer Win, dass sie mit der Ware noch handeln dürfen. Genau. Für Hersteller würde ich sagen, auch auf jeden Fall ein Win, einfach nur um... Oh, da bin ich jetzt gespannt, wie du argumentierst. Nee, also in meinen Augen ist es ein Win, einfach zu sagen, eigentlich genau das gleiche Szenario wie bei den Shops, dadurch, dass sie mittlerweile noch Ware noch handeln dürfen, weil dadurch, dass man einfach noch Liquidität schaffen kann für das Unternehmen. Also das wäre so meine Argumentation, dass einfach das Geld da ist, mit dem man arbeiten kann, das nicht kapitalgebunden im Lager liegt. Also ich glaube, für Shops wird es sehr zweischneidig. Weil für Shops oder für Hersteller? Für Hersteller, Entschuldigung. Okay. Für Hersteller wird es zweischneidig. Es wird mit Sicherheit Hersteller geben, die noch auf ein bisschen Ware rumsitzen und die jetzt noch weiter verkaufen können. Das ist ein Win. Für alle anderen Leute,
die aber eigentlich alles bis jetzt richtig gemacht haben. Das heißt, die haben zum richtigen Zeitpunkt aufgehört zu produzieren, sodass alles, was sie produziert haben, jetzt schon verkauft werden kann und es von denen jetzt nur noch 25 Gramm gibt, wird das eine Riesenklatsche. Aber zu 100%. Aber das gleiche Szenario, was du gerade anbringst, würde ich genauso für Shops anbringen. Oder für Großhändler, weil alle Großhändler... Ja, aber die Shops sind halt weiter hinten in der Kette. Ja, aber es gibt ja trotzdem Shops oder Großhändler, wie du es gerade angesprochen hast, die einfach noch auf Ware sitzen. Die hätten ja auch einfach besser planen können. Es gibt bestimmt Shops oder Großhändler, die damit gerechnet haben und das so eingekauft und abverkauft haben, dass die jetzt zum Zeitpunkt X nichts mehr auf Lager haben. Hast du recht, ja. Wobei ich finde halt, dass die Großhändler und Endverbraucher-Shops da ein bisschen von den Herstellern abhängig sind. Weil solange die Hersteller halt nur 200 Gramm anbieten, werden die halt auch 200 Gramm nachordern. Klar. Wenn die Hersteller aber früh genug auf 25 Gramm umstellen, dann hätten sie auch nur noch 25 Gramm nachbestellen können und ihre Ware schon abverkaufen müssen, die sie noch in 200 Gramm haben. Also die Hersteller sind eigentlich die Fädenzieher im Hintergrund und die Großhändler und Einzelhändler sind eigentlich nur die Marionetten, die unten dranhängen und halt das machen müssen, was der Markt ihnen vorgibt. Zu einem gewissen Teil, natürlich Lagerhaltung, ne? Aber wenn du halt nur noch 25 Gramm kaufen kannst zu dem Zeitpunkt, sodass du dann perfekt deine 200 Gramm abverkaufen kannst, dann hätten die das fast nicht in der eigenen Hand, aber das ist halt so ein Perfect-World-Konstrukt, so funktioniert es halt. Aber das ist ja auch so ein Punkt, was man halt auch bedenken muss in dem ganzen Konstrukt. So zur Intertabak waren eigentlich, ich würde jetzt sagen, von den bekanntesten Marken, waren 75% schon bereit, 25 Gramm zu verkaufen, hatten aber auch noch 200 Gramm. Das heißt, die Großhändler oder Shops allgemein trifft auch in meinen Augen eine gewisse Mitschuld, die dann gesagt haben, wir kaufen nicht 25 Gramm, sondern wir wollen noch die 200 Gramm im Shop anbieten können und müssen halt gucken, dass wir die So, natürlich haben die jetzt einen größeren Win, weil die noch sagen können, ja, wir haben das halt noch mit 200 Gramm da und nicht nur 25 Gramm, wie es vielleicht andere Shops geplant haben. Ja. Aber was für mich der wichtigste Punkt ist, es werden eigentlich die Leute bestraft, die alles richtig gemacht haben. Ja, das stimmt. Weißt du, die Leute, die gut geplant haben und ihre Planung im Griff hatten und dementsprechend jetzt nur noch 25 Gramm haben, die sind jetzt eigentlich die am Arsch sind. Ja. Weil da wird jetzt natürlich kein Großhändler einkaufen wollen. Ja, klar. So. Und von daher, also für die Endkonsumenten maybe ein kleiner Win, für Shops, Großhändler ein Win, für Hersteller zweischneidiges Schwert, weil die Leute, die schlecht geplant haben, die werden jetzt belohnt und die Leute, die gut geplant haben, die werden bestraft, weil bei denen natürlich erstmal weniger jetzt gekauft wird. Ja. Und denen geht es ja gerade eh nicht gut, weil die Tabakverkäufe so eingebrochen sind. Also die Tabakverkäufe waren durch das ganze Bunkern enorm hoch und durch Corona und jetzt durch die 25-Gramm-Regelung natürlich ziemlich niedrig, weil ich kenne wirklich viele Leute, die mehr als 20, 30, 40 Kilo zu Hause haben an Tabak und die müssen jetzt natürlich erstmal keinen Tabak mehr kaufen. Das spiegelt sich natürlich in den Tabakverkäufen aktuell wieder und das heißt, denen bricht gerade der Umsatz unter den Füßen weg, plus dann jetzt noch diese Klatsche teilweise, also puh, ich bin mal gespannt. Ja, zu 100%, ich bin auch gespannt. Viele Hersteller ist noch im Jahr 2023 schaffen werden und da auch weiterhin produzieren und allgemein auf dem Markt stehen können. Ja. Aber speaking of Tabakhersteller, wir haben News bekommen von einer deutschen GmbH, die sich mit dem Import von Tabak spezialisiert hat. Und den haben wir als erstes Nash bekommen und in neuester Zeit noch Blackburn bekommen. Aber wir haben jetzt Insider-News für euch. Wir wissen natürlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, ob die News dann vielleicht sogar schon raus sind, wenn das rauskommt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das erzählen in der Aufnahme, ist es das erste Mal, dass es geleakt wird. Also ich glaube, die Leute, die beim Ian-Event waren, die konnten den sogar testen, so wie ich das verstanden habe. Ah, wild. Aber ich bin auch mal gespannt, wie viele Infos mittlerweile überhaupt draußen sind. Aber wir recappen jetzt einfach nochmal kurz die Infos, weil die New GmbH importiert bald drei weitere Tabaksorten. Das ist einmal Fumelo. Da kenne ich noch gar nichts von. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Bin ich aber sehr gespannt. Dann wird einmal Dosage kommen in der Dark Blend Line. Ich glaube, von Fumelo kommen 10 Sorten. Dosage kommen 5. Von Dosage kommen 5. Und dann war das neueste noch Sebero. Sebero, ja. Ja. Sebero habe ich schon mal ein bisschen in Russland probiert. Der war okay. Ich glaube, den habe ich bei dir probiert gehabt. Ja, das waren diese Zipper.
Ja. Ja, die hatten einen sehr geilen Black Currant. Ah, okay. Ja. Ja. Aber viel zu den einzelnen Marken und Flavoren können wir euch eigentlich noch nicht sagen. Ich habe von der spanischen Shisha-Messe ein paar Virginia-Sorten von Dosage mitnehmen können. Und eine davon wird auch in Deutschland kommen, aber dann auf Dark Blend. Die hattest du eben im Mix drinne. War das die? Nee, wir hatten, nee. Ach nee, du hattest... ich hatte die Karamellwaffel. Du hattest die Karamellwaffel, die kommt nicht. Der Dings kommt, der... Ja? Ich weiß es nicht, ich komme nicht mehr drauf. Zigarre Vanille. Ah, Zigarre Vanille, genau. Ja, da hat sich jetzt gerade bei uns niemand gesehen. Nee, zwar also... Und es ist eh die Virginia-Variante, die ich hier habe. Und ja. Der kommt dann als Dark Blend, also wie aussagekräftig das Ganze gewesen wäre. Fraglich. Ja, aber die News wollten wir euch auf jeden Fall noch erzählen. Wie gesagt, mittlerweile wird es wahrscheinlich ein bisschen unterwegs sein, aber die New GmbH nach Nash und Blackburn kommen auch noch Sebro, Pumelo und Dosage. Genau. Ja. Bin ich sehr hyped drauf. Kommen noch raus. Wo wir auch noch kurz drüber reden wollten, auch wenn es jetzt eigentlich keine News mehr sind, weil es schon lange vorbei ist, wenn wir jetzt drüber reden oder wenn die Folge rauskommt, der Black Friday. Das war ja gerade letzte Woche. Hast du dir was gezogen? Ich habe mir eigentlich nur Sportsachen gezogen. Also einmal Klamotten. Bei Small Dogs gab es irgendwie Sale plus 50% Rabatt, da habe ich zugeschlagen. Und Supplement. Mir einige gekauft. Obwohl ich da sagen muss, da habe ich ein bisschen verkackt. Wieso? Weil ich halt gewartet habe, bis der Shop noch hat. Und der Shop, weil ich muss sagen, ich fand die Angebote bei ESN zum Beispiel nicht so krass. Okay. Die haben aber auch sonst immer Angebote. Die haben immer Angebote, deswegen dachte ich, da fast meine Flasche abgestürzt. Das wäre schlecht gewesen. Und fand die Angebote zum Black Friday oder zum Black Weekend nicht so stark, vor allem für das, was ich halt gebraucht habe. Und habe gedacht, okay, im Notfall bestelle ich da. Ende vom Lied war so, ich war eigentlich mit keinen Angeboten so richtig happy, so für das, was ich gerne hätte. Da dachte ich so, komm, ich bestell bei ESN. Was wolltest du denn holen? Ich habe mir geholt ein paar Sachen aus dem Booster-Kosmos, weil ich sehe es nicht mehr ein, so viel Geld für einen Booster auszugeben. Ich mische mir den jetzt einfach selber an. Okay. Spare ich einfach Geld. Also Arginin, Citrullin, den ganzen... Weißt du, wie ich spare beim Booster? Gar nicht nehmen. Gar nicht nehmen. Ja. Nee, also ich nehme es schon ganz gerne. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt jedes Mal dafür 30, 40 Euro so einen Booster bestelle, dann mixe ich den lieber selber. Da habe ich mir halt ein paar Sachen bestellt und ein paar Proteine einfach. Und genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, komm, ich bestelle doch bei ESN. Ende vom Lied war, die Black Week bei ESN ging nur bis Mittwoch und ich wollte am Donnerstag bestellen. Ah, perfekt. Ja. Deswegen, das war dann so ein bisschen alles auf dem letzten Drücker, aber ich habe noch meine Sachen bekommen, auch ein bisschen was gespart. Nice. Ja. Ich habe mir nur ein paar Sachen bei Pegador gezogen und das war es eigentlich schon. Ja. Habe ich nicht bestellt. Ja. Hab mich nicht so in den Black Friday-Bann ziehen lassen. Ja, nee, also bei vielen Sachen war ich auch so könnte man jetzt kaufen, aber ich brauch's eigentlich nicht. Ja, und dann kann man es auch lassen. Ja. Aber Shisha-Deals gab es auf jeden Fall einige gute. Breeze 2 für 99 Euro. Ja. Holy shit. Case Grid für 99 Euro. Bei Aeon gab es auch etliche krasse Angebote. Teilweise kauft ihr eine Edition 4 Premium und du kriegst noch eine Pfeife obendrauf. Ja. Bin ich mal sehr gespannt. Mir haben einige Leute geschrieben, dass sie sich ein paar sehr nice Sachen gezogen haben. Ich fand sogar den letzten Deal von ihnen noch mal krasser, muss ich sagen. Was war der letzte? Ich glaube, da gab's, konntest eine Versa oder eine Penta kaufen, hast eine Vonga zubekommen. Oh, das ist auch geil. Da hätte ich mich zum Beispiel am ehesten gesehen. So eine Einschlauchpfeife, so Penta, Safe Call. Eine Travel-Pfeife obendrauf, das ist sehr, sehr nice. Ja, das fand ich schon sehr, sehr krass. Aber Black Friday gab's schon, hab ich dir schon von meinem Lieblingsdeal berichtet? Ich hab's in der Insta-Story gesehen. Aber schade. Tu mal so, als wüsstest du es noch nicht. Ja, was hast du denn gefunden für einen Deal? Den besten Deal, den du jemals gesehen hast, was Onmo angeht. Onmo? Also 60% reduziert, Alex. 60%? 60%. Warte, das wären ja dann so um die 10 Euro, oder? Nee, 25 Euro. 25 Euro? Ja. 60% reduziert. Ach krass. Ja, ja, von irgendwie 60, 70 Euro, was der ja normal kostet. Ja, ja, klar, ja. Auf 25 Euro runtergesetzt. Krank. Geisteskrank, oder? Ja, ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass der Onmo irgendwie günstig ist, aber der kostet ja auch 60, 70 Euro schon. Ja, ist normal. Ja, hatte ich. Irgendein Shop-Freund, ne? Hat einfach den Normalpreis vom Onmo kurz auf 60, weiß nicht, was es genau war, 65, 70 Euro gesetzt und hat dann so getan, als ob der mega reduziert wäre. Und hat den dann für 25 Euro verkauft. Hey. Ich hoffe, da ist niemand drauf reingefallen. Ich hoffe es auch.
habe es auch in meiner Story geteilt. Ja. Ich wollte den Store eigentlich nicht für bashen. Hätte man eigentlich machen müssen. Ja. Aber ja, ich wollte dann nicht, ne? Weißt du, ja. Ja. Wollte nicht, wieder. Ich wollte dann nicht der, nö, was soll die machen? Ja. Üble Nachrede, ich sage ja nur die Wahrheit. Ja. Also rechtlich hätte man mir da gar nichts können sollen. Also, ja, nicht rechtlich. Was willst du denn machen? In der Shisha-Szene so, ich hätte da kein, ich habe einfach keinen Bock auf Stress. Ja. Nee, ich. Ach, aber ich, ja, ich bin einfach diese ganze Negativität satt. Mhm. Ich will selbst keine Negativität abbekommen, ja. Und ich will keine Negativität verteilen. Ja. So ein bisschen Karma-mäßig, weißt du? Aber trotzdem wollte ich es halt teilen, weil nicht, dass da am Ende dann doch jemand drauf reinfällt. Also wenn ich nur eine Person davor bewahren konnte, auf sowas reinzufallen, dann war es die Story schon wert. Vor allem, ich dachte eigentlich, weil das ist ja so, man kennt das ja vom Black Friday allgemein, dass die Preise dann peu à peu bei anderen Sachen angehoben werden. Ja, also wenn du bei Geizhals vorher guckst, siehst du, wie es langsam steigt und dann können sie umso krassere Rabatte raushauen. Aber ich dachte eigentlich im Vorhinein, da hatte ich auch mit ein paar anderen Leuten schon drüber gesprochen, dass man in der Shisha-Szene mittlerweile so ein bisschen dieses Gefühl hat, so wie viel die Sachen... Bubble, Alex. Bubble. Das ist ja. Wir sind da zu krass drinne. Obviously kennen wir die Preise, aber viele Leute halt nicht. Ja, klar. Ich hab das dem Ümit gezeigt. Der Ümit war in der ersten Sekunde so, was? 60%? Ich so, Ümit. Und er so, oh, Bro, oh, what the fuck. Ja. Dann hat er es gerafft. Aber für eine Sekunde ist er drauf rein. Ich glaube, das erzähle ich gleich. Ich erzähle immer gleich, dass ich 60% beim Ono gespart habe. Ja, erzähl ihm das mal. Da bin ich gespannt. Ich auch. Ja. Aber in der Shisha-Szene muss ich sagen, ist es zum Glück nicht so. Nee, also ich habe das auch gar nicht so krass wahrgenommen. Ich bin natürlich auch in viele Shops rein, habe ein bisschen durchgeguckt, was gibt es so für Angebote. Ja. Jetzt auch mal abgesehen von meinen Partnern, einfach nur für die Leute, dass man sagen kann, hier gibt es vielleicht cool für einen guten Preis und so weiter. Also wirklich aufgefallen ist mir das eigentlich gar nicht. Nee. Also wir haben dann auch ein paar Leute geschrieben, so ja, ist doch immer so ein Black Friday. So ja, in vielen Bereichen auf jeden Fall, aber im Shisha-Bereich macht das eigentlich keiner. Ja. Also da habe ich glaube, es war der erste von diesen klassischen Fake-Deals, den ich im Shisha-Bereich gesehen habe. Ja. Ja. Gut, Black Friday ist eh rum. Wir hoffen, ihr habt euch was Schönes gegönnt. Ja. Wenn ihr was gebraucht habt, und habt euch nicht einfach nur durch Angebote leiten lassen. Also ich sag mal so, man kann natürlich Sachen kaufen, die jetzt auf der Dringlichkeitsliste nicht ganz oben waren, die dann aber durch einen guten Preis doch gerechtfertigt werden. Da hatte ich auch mit ein paar Leuten oder mit Freunden außerhalb, also die nicht in diesem Shisha-Business sind und auch nicht Influencer sind, sondern die normale Leute. Also du weißt auch, was ich hinaus will. Und haben mich da, ich habe mit dem also so aus, ich finde das immer so, aber Influencer-Sicht, Influencer ist immer so ein doof behaftetes Wort mittlerweile. Content-Creator-Sicht geredet, weil die dann gesagt haben, so du förderst im Endeffekt einen Überkonsum. Weißt du, und ich bin da so ein bisschen Ansicht so, ja, Black Friday steht auf jeden Fall für Überkonsum in einer gewissen Sichtweise. Aber es gibt in meinen Augen einfach sehr, sehr gute Deals. Und ich finde, Shisha-Bereich grenzt sich da so ein bisschen ab, weil du musst zum Shisha-Rauchen 18 sein. Und ich finde, ab einem gewissen Alter hast du einfach die Reife, mit Geld umzugehen. Du musst einfach auch wissen, was du mit deinem Geld machst. Also ich setze meistens voraus so, kauf die Sachen, die ihr braucht oder die ihr wirklich haben wollt. So von mir aus, kauft euch halt noch einen zweiten Kopf, aber kauft euch doch nicht 4 Pfeifen. Natürlich ist ein super Angebot, da brauchst du es. Also das war ja auch das Ding bei mir. Also ich habe viele coole Angebote gesehen, so wäre schon cool, aber ich brauche es halt nicht. Ja. Ja gut, bei uns ist das vielleicht eh wieder was anderes mit was braucht man wirklich noch. Aber ich hatte tatsächlich genau dieselbe Unterhaltung mit der Nina, Uka-Prinzessa. Mhm. Weil sie hatte eine Story gemacht, dass sie keine Black Friday Stories machen wird, weil sie das nicht fördern will. Mhm. Dieses Marketingkonstrukt Black Friday und den Überkonsum fördern will oder sogar Leute in einer Kaufsucht fördern will, weil sie da persönlich halt negative Erfahrungen mitgemacht haben. Und da hatte ich kurz ein bisschen mit ihr drüber gesprochen, weil ich halt einfach einer anderen Meinung bin. Aber da waren auch im Stream so Leute so, wie kann die nur und so. Und ich so, Leute, das sollte kein Nina-Bashing sein. Nee, wir haben da einfach wie zwei erwachsene Menschen drüber geredet. Ja. Und sie hat eine andere Meinung zu dem Thema als ich. Aber trotzdem ist alles cool und wir haben danach auch wieder, ich sterbe immer, wenn ich Nina-Story sehe.
die kocht immer so geilen Scheiß. Ey, also holy fuck. Ganz ehrlich, das Frühstück. Du stehst auf, bist noch komplett verklatscht und dann siehst du in Ninas Story, wie sie sich Deluxe French Toast Rolls macht. Ich denke mir so, ich will auch dieses French Toast Rolls. Diese Frühstückssachen. Aber diese alles, Menschen, auch ihr Essen generell. Ja, aber die kocht so geilen Scheiß wenn immer. Wenn ich Waffeln da bei ihr sehe, denke ich mir so, Alter. Naja, ja. Also ihr Essen ist überragend und genau, Nina bringt mich nämlich dazu, mehr zu essen. So ein Ding ist das nämlich. Spieß kurz umgedreht. Nee, aber da haben, also wie zwei erwachsene Menschen halt normal drüber geredet. Sie hat eine andere Meinung als ich. Ich habe meinen Standpunkt gesagt, sie hat ihren Standpunkt gesagt. Und am Ende haben wir beide mal drüber nachgedacht, ob da nicht vielleicht was dran sein könnte. Und ich hatte auch im Stream drüber geredet und deswegen, das soll nichts Negatives über Nina sein. Nee, also ich verstehe den Standpunkt schon. Ich habe halt eine andere Ansicht zu der ganzen Sache. Aber pass auf, ich will ja eigentlich noch zu meiner Ansicht kommen. Okay, ja. Weil meiner Meinung nach ist es so, wir sind wie so eine Werbetafel. Ja. Ne? Also es ist jetzt... Es ist sehr, sehr hart auszudrücken. Das ist vielleicht ein bisschen unpassend. Ja. Also, aber im Grunde sehe ich meine Insta-Story teilweise wie eine Werbetafel. Mhm. Damit wir das machen können, müssen wir damit auch Geld verdienen. Ja. Und deswegen ist in Stories auch manchmal Werbung. Ja. Manchmal Placements, manchmal aber auch Werbung von uns aus. Sei es durch Codes oder einfach nur Deals, die wir attraktiv finden, ja, was aber am Ende des Tages auch Werbung ist. Ja. Jetzt aber dieser Werbetafel vorzuwerfen, sie sei schuld daran, dass du etwas gekauft hast, finde ich persönlich, ist einfach nur ein Abgeben deines freien Willens. Mhm. Also du gibst ja praktisch zu, dass du ein nicht denkendes, gesteuertes Wesen bist. Ja. Du musst doch selbst wissen, was du dir kaufen willst. Ich sehe uns nur als Zwischeninstanz, teilweise zum Werben, natürlich auch zum Testen. Und wir können aufzeigen, was eventuell ein guter Deal ist und was eventuell ein gutes Produkt ist. Aber wir sind am Ende des Tages nicht die, die draufklicken. Ja, also ich finde, also deine Argumentation macht auf jeden Fall Sinn. Was ich finde, was man da auf jeden Fall mit einbeziehen muss, ist, dass diese Reputation von uns, dass wir einfach auch sagen, wir packen die Deals auf unsere Werbetafel, die wir unterstützen, die wir moralisch unterstützen können. Das heißt, ich habe mir die Deals rausgesucht oder die Deals Werbung gemacht, wo ich sage, ey, da findet ihr auf jeden Fall für gewisse Bedürfnisse sehr, sehr coole Angebote. So, und das, und unter dem Konstrukt würde ich dir auf jeden Fall recht geben, wenn du jetzt unmoralisch irgendwie Werbung machst, ist das nochmal was anderes, aber weil du beeinflusst natürlich die Menschen. Also, ist wieder dieses irgendwo kommt der Name Influencer ja auch genau her. Genau, deswegen. Aber ich finde, solange du moralisch vertretbare Angebote machst, wo du selber hinterstehen kannst, ist das auf jeden Fall unter der Argumentation völlig fein. Und deswegen, also ich hatte auch relativ viel gutes Feedback gehabt, dass die Leute da coole Angebote hatten. Natürlich auch ein paar gehabt, die Angebote leider verpasst haben. Also ich hatte letztens noch eine Nachricht in meinen DMs, wo er sich dann, ich glaube am Montag oder Dienstag, wollte er sich noch den Plug und einen Onmo holen. Und da gab es natürlich das coole Angebot auch bei Hukain, glaube ich, wieder Plug Onmo 25 Euro oder sowas. Was natürlich leider auch wieder nicht so mit Onmo. War es nicht Onmo? Nee. Ah, okay. Egal. Ja, okay. Ich dachte irgendwie, es wäre Dings. Nee, okay. War ein anderer HMDs. Okay. Mira. Noch nie gehört. Sagt mir irgendwas, aber... Also, ich habe schon mal gehört, aber ich habe die noch nicht getestet. Ja. Aber es gab trotzdem andere krasse Angebote. Ja. Du konntest dir zum Beispiel auch einen Popo für einen Zehner holen. Da habe ich gesagt, das ist ein No-Brainer. Ja. Also, wenn du wie sagt man das auf Deutsch, im Markt halt, also wenn du auf der Suche nach einem neuen Kopf bist, dann ist Popo für einen Zehner ein No-Brainer. Ja, natürlich. Sollte sich jetzt jeder deswegen direkt den Popo kaufen? Nee. Nee. Aber wenn du halt nach einem Kopf suchst und ich dir sage, Popo gibt's gerade für einen Zehner, dann ist das so super. Das ist genau das, was ich meine. Also so, ja, musst halt natürlich, aber du bist trotzdem noch ein selbstdenkendes Individuum. Ja. So wie jetzt, also sollte man halt sein. Ja, sollte man halt sein. Ich finde halt auch, Alter, wo du halt auch Skis rauchen kannst, solltest du auch für dich im Klaren sein, was du dir kaufst, wie du mit Geld umgehst. Ja. Und ja, all over, es waren sehr, sehr coole Angebote dabei. Sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen. Same. Ja. Ich glaube, einige Leute haben jetzt echt geilen Shisha-Stuff. Ja. So echt guten Preisen. Glaube ich auch. Und daher, sehr, sehr nice. Die Pfeife, die du gerade rauchst, Alex. Ja. Case Grid Mini. Yes. POM-Variante für 160 Euro, Edelstahl-Variante für 200 Euro. Ich habe sie jetzt hier in der POM-Variante und denke mir aber die ganze Zeit, ich hätte sie vielleicht doch lieber in der Steel-Variante holen sollen. Habe ich mir auch gedacht, als ich sie zu Hause aufgebaut habe. Ja. Also ich finde die POM nicht hässlich, aber ich finde die Steel sehr schön. Ja.
Ah, die, ja. Das war ja auch genau das gleiche bei der normalen Crit, als dann irgendwann das Upgrade-Set kam beim Plogger-Meet, weiß ich noch ganz genau, wie auf einmal Yannick seine Full, also Stainless Steel Crit rausgepackt hat. Wir gucken da alle drauf und meinen so, bring diesen Scheiß raus. Ja. ASAP. Weil, ja, weil es ist einfach ein richtig krasses Upgrade in meinen Augen. Ja. Aber trotzdem, ich habe die Pfeife, glaube ich, oder so wie sie hier steht, ich glaube schon vor knapp einem Jahr, eineinhalb Jahren bei den Jungs im Office mal testen können. Und war schon so, bringt diese Pfeife auf den Markt. Ja. Macht es einfach. So, weil die Kleine auch viel. Ich bin ja generell auch eher, stehe ich ja auf kleine Pfeifen, genau wie du. Und von daher war mir da auch schon von Anfang an klar, dass die Grid Mini für mich viel, viel cooler sein wird. Ein paar Sachen, die man dazu erzählen muss, weil ich finde es schon mal sehr, sehr gut, dass sie die nicht einfach nur in klein rausgebracht haben, sondern sie hier und da auch noch Kleinigkeiten verändert haben. Verbessert sogar. Genau, ja. Hoffentlich nicht verschlimmert. Nee, aber ja. Es gab ein paar kleine Problemchen. Es gibt, also das Feature, was neu dazugekommen ist, abgesehen von der Größe, ist der Tellerschliff. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Und ansonsten haben sie noch ein paar Kleinigkeiten verbessert. Sie haben den Schlauchanschluss ein bisschen anders gemacht, sodass der Schlauch nicht mehr so schnell abrutscht. Sie haben die Gewinde ein bisschen anders geschnitten, sodass die Molasse nicht mehr durchlaufen kann. Was war noch? Ich glaube, es waren vier Kleinigkeiten, die sie verändert haben. Das wären auch die Sachen, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Aber ich muss sagen, die Case Grid ist das gute Beispiel, wie man eine Pfeife in klein rausbringt, ein paar Sachen verbessern, Proportionen anpassen und Co. Und jetzt möchte ich noch kurz das Negativbeispiel anbringen. Die Vuka Mini. Ja, ich bin wirklich ein bisschen traurig, ne? Wirklich ein bisschen traurig. Du bist ja auch ein bisschen mehr Vuka-Fan als ich, muss ich sagen. Also ich habe hab die Vuka Mini gesehen, ich habe den Preis gesehen, habe das Ganze so ein bisschen belächelt, weil ich es einfach, weil ich bin da nicht Es wäre jetzt nicht so meine Ambition gewesen zu sagen, boah, habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Sondern ich habe es gesehen, dachte so, ja, okay, ist halt da. Und habe dann so ein bisschen das Produkt und den Preis dann so ein bisschen belächelt, weil ich es halt einfach so... Also der Preis, die kostet, also ihr müsst euch vorstellen, die gibt es nur in der normalen Oak-Variante. Ja. Davon kostet die große 260€. Die Vuka Mini in Oak kostet 250€. Ja. Das ist ein 10€ Unterschied. Ich muss sie aber ein bisschen in Schutz nehmen, was den Preis angeht. Aber kann ich halt auch nur zum Teil, weil Leute immer denken, die Pfeife ist halb so groß, sie darf nur die Hälfte kosten. Das ist absoluter Bullshit. Wenn du die Materialkosten halbierst, halbiert sich nicht der Endverkaufspreis, weil die Kostenfaktoren, die in eine Pfeife einfließen, da sind die Produktionskosten von den Materialkosten am Ende fast irrelevant. Also vor allem in den Mengen wahrscheinlich, in der Vuka auch produziert und so weiter. Also das ist, du kannst nicht sagen, die ist halb so groß, die soll halb so viel kosten. Und das höre ich leider noch viel zu oft in der Shisha-Szene. Ja, das kannst du auch. Aber ja. So ein Zehner günstiger, Bro? Really? Ja. Und dann haben die nicht mal alle Teile überarbeitet, sondern der Teller ist einfach eins zu eins derselbe wie bei der großen. Und nicht nur das, dann haben die auch das Entlüftungsventil noch komplett kaputt gemacht. Komplett kaputt gemacht. Die Kugel sitzt so knapp an diesem Einlegeschliff-Adapter, der dabei ist, dass du mit nicht allzu festem Pusten deinen kompletten Kopf fluten kannst. Das heißt, sie haben nichts verbessert, sie haben nicht alles verändert und sie haben noch was verschlechtert und sie ist nicht mal viel günstiger. Ja. Aber sie ist schon cute. Ja, sie ist cute, aber ich schmeiß meinen Schlauch weg. Genau. Geht deine Pfeife überhaupt noch? Meine ist so tot. Die ist tot. Okay, meine auch. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, brauche ich jetzt unbedingt. So, wenn ich irgendwie einen in die Hände bekomme, so, Vuka ist ganz cool, kleine Pfeifen sind ganz cool, würde ich mir hinstellen. Sieht auf Fotos schön aus, aber ist jetzt keine... Ich triggert halt allein der Teller. Allein, dass sie den Teller nicht überarbeitet haben, so wie wenig Liebe und Arbeit. Genau, das ist das Ding, will ich das dann unterstützen, so dieses Feedback geben, so, eigentlich habt ihr euch keine Mühe gegeben, aber ich habe sie trotzdem. Ja. Das ist halt so ein bisschen der... Und sie haben ja halt eine zum Testen geschickt und haben nach Feedback gefragt und ja, das war jetzt mein Feedback, ne? Ja. Also, schade. Hätte man deutlich mehr draus machen können. Hätte es eine günstigere Variante anbieten können oder halt eben eine schöne kleine. Aber allein, dass der Teller so riesig ist, macht es für mich optisch schon leider sehr, sehr kaputt. So, und wie wir jetzt von einer großen Variante auf eine kleine Variante gekommen sind, würde ich den Spieß mal ganz kurz umdrehen. Und zwar, wir kommen ja von einer kleinen Pfeife auf eine großen Pfeife. Und da hat jetzt Vairo nämlich was Neues rausgebracht. Alex macht sich mit den Überleitungen, oder? Warum ist das immer mein Part? Eigentlich schon, nicht mal kommen sehen.
Und Viro hat jetzt das Extension-Set für die Spectre rausgebracht. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Spectre, ist ja bekanntlich eine kleine Einschlauchpfeife, könnt ihr jetzt zu einer großen Einschlauchpfeife umbauen. Finde ich sehr, sehr cool. Es hat bestimmt für ein paar Leute auf jeden Fall einen Mehrwert, die einfach große Pfeifen lieber haben. Ich denke mal, für mich, ich werde es auch auf jeden Fall mal testen, aber es wird wahrscheinlich eher auf die kleine Variante rauskommen. Also ausprobieren und mal angucken, safe. Genau. Aber ja, habe ich ja vor ein paar Minütchen erst erzählt. Wir sind ja eh eigentlich beide meistens eher Fans von kleinen Pfeifen. Ja. Aber es gibt mit Sicherheit ein paar Leute da draußen, die sich dachten, Spectre sau cool, aber ich mag halt große Pfeifen lieber. Könnt ihr jetzt haben? Also ich mir vorstellen kann, dass ein paar Blow-Offs, glaube ich, auf der großen Variante nochmal um einiges cooler aussehen. Oh ja. So wenn der Rauch von oben so ein bisschen schräger vom Ausfallszinkel. Ja, ich glaube, es könnte cooler sein. Geil kommen. Safe. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Gut, ja. Ich glaube, das waren all unsere Themen. Ich glaube auch. Unsere Köpfchen sind durch. Ja. Unsere Köpfchen sind durch. Ja. Und von daher, danke fürs Zuhören erneut. Wir zählen auf euren Support im kommenden Jahr, Freunde. Ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr wieder in der Top 1 bei den Podcast-Recaps bei ein paar Leuten landen. Wir haben übermorgen übrigens Jubiläum. Echt? Ja. Alex, herzlichen Glückwunsch. Drei Jahre Shisha-Cast. 3 Jahre? Ja. Und die Vollidioten haben nicht mal 40 Folgen produziert. In 3 Jahren. Naja, Qualität über Quantität, Freunde. Genau. Genau. In diesem Sinne, tschüss.